So, jetzt müsste ich Ton haben. Sehr schön. Schreibt mal, wenn ihr mich hören könnt. So. Keine Ahnung, was das eben war. Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali zu einer neuen Runde Klingen der Nacht. DSA 5. Ja, ein Koali mit Ton. Soll mal vorkommen. Technik, die begeistert und so. Naja. Dann machen wir es ganz schnell. Ich spiele nicht alleine. Wir haben dabei heute die Ilva. Die wird gespielt von Leopardin 202. Hallo zusammen und heute ohne Tonstörung, weil mit USB-Mikro eingestöpselt. Uhu. Also lag am Mikrofon des Laptops. Naja, diese knackenden Geräusche. Wir haben auch dabei Lothir, den Ifrin-Geweihten, der wird gespielt von Verion. Und wir haben Ikayo, die nivesische Streunerin, gespielt von Feder. Und wir haben Goswin, den Verwandlungsmagier aus Lohwangen, gespielt von Pölle. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und Ikayo wollte erzählen, was vor langer, langer Zeit, Lot hier als wir das angestellt letzte hat. Spiel, als das letzte Mal gespielt haben, passiert ist. Ja, wir haben jetzt Company. Dank einem sehr, 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 sehr neugierigen und vielleicht ein ganz klein wenig etwas viel lebensmüden Evanpriester. Ja. im Endeffekt sind wir aufgebrochen, ja, nach Frigorn, meine ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir sind mit den Schlitten und den Hunden unterwegs. Und Goswin hat fast eine Schneeeule gesehen. Fast. Aber da er sich beim Schleichen so unglaublich, wie sage ich das, bemüht hat, war die Eule leider etwas zu sehr beeindruckt und hat Angst bekommen und ist weggeflogen. Und ja, dann haben War Teil plötzlich des Hunde. Plans, ich wollte sie beim Fliegen beobachten. Ja, natürlich. und ja, da wir in dem Moment in einem kleinen Wäldchen waren, haben plötzlich die Hunde angeschlagen, was im Norden in der Wildnis immer ein schlechtes Zeichen ist. Und normalerweise bedeutet, wir sollten jetzt hier mal, ne? Vielleicht verduften, zumindest in der Wildnis. Ja, ich weiß, du siehst das anders. Aber wie gesagt, wir hatten einen sehr, 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 sehr neugierigen Priester, der unbedingt wissen wollte, was riesig Großes da denn jetzt aus dem Gebüsch gekrochen kommt. Und das war eine Horde Yetis. Der eine war sehr sympathisch, der wollte nämlich nur unsere Schlitten, unsere Hunde, unsere Felle, unsere Dachse und so ziemlich alles andere. Und der andere, den hat man kaum verstanden. Wichtig waren die Dachse. Genau, die Dachse, die waren sehr wichtig. Wir wissen immer noch nicht, was er getan hätte, wenn wir keine Dachse gehabt hätten, aber wer weiß. Wir Auf haben jeden Dachse. Fall haben wir dann den Häuptling getroffen, der hatte auch so einen Funkelstein. Und ja, die haben uns dann gesagt, dass in die Richtung, in die wir wollten, ihre Feinde lauern, ein verfeindeter Yeti-Stamm, der einen Engpass auch bewachte, wie sich herausstellte, und bereit war, riesige Schneebälle auf ahnungslose Reisende zu werfen, die sich durch den Engpass wagen wollten. Und daraufhin haben wir beschlossen, dass wir es mit einer Seite dieser Engpass-Yetis durchaus aufnehmen könnten. Haben die Hunde unten zurückgelassen mit den Yetis, die jetzt unsere Verbündeten sind. Und Goswin für unseren Anführer halten, weil er hat ja den Häuptlingsstein. Er hat auch eine neue Keule bekommen, eine junge Tanne mit Nadeln. Und ja, die hat er aber komischerweise nicht mitgenommen, als wir jetzt auf den Angriff gegen die Yetis ausgegangen sind. Und wir haben uns dann angepirscht und ja, ich habe jetzt, glaube ich, den ersten Yeti gepult, indem ich ihm einen Stein an den Kopf geschleudert habe. Völlig korrekt. Ja, wir hatten auch schon eine Initiative-Reihenfolge festgelegt. Das heißt, wir können direkt in die Action starten.
Lang lebe Häuptling Kleintlein, ja. Action. So, ja. Laut meiner Initiativliste, die ich mir beim letzten Mal wohlweislich in auf die entsprechende Seite des Buches geklebt habe, gab auch irgendwie einen Yeti, der war schon verletzt. Moment, dann muss ich mir nochmal gucken. Das ist Yeti 1, war verletzt. Liebe Zuschauer, unser Meister steht bestens vorbereitet. Was willst du jetzt damit sagen? Das ist künstlerische Herauszug. Kunstpause. Moment, einmal kurz notieren. Feder stirbt heute. So. Ich hätte mir den Atem für eine Schleimsituation aufgerufen. Ach, Schleim ist unter meiner Würde. Plötzlich fliegt eine Kuh auf dich zu. Von... Ich werde von einem Flügel erschlagen. Einem Flügel? Sowas gibt es jetzt schon. Ja. Ein steif gefrorener Drachenflügel. Nein. Okay, Ilva ist als erstes in der Initiativreihenfolge dran und hat ja ihre Axt gezogen gehabt schon. Die feindlichen Yetis haben sich zu euch umgedreht, weil Ikayo sie ja beschossen hat mit einem Stein. Und du darfst als erstes irgendwas machen. Yay! Ich bin gerade am Überlegen, hatte ich nicht auch schon die Hautveränderung gewirkt? Ich meine schon, ich glaube ja, das allererste Mal Ich meine auch, dass wir das so hart gefeiert haben, dass ich da endlich mal dran gedacht habe und dann war der Cliffhanger. Aber ich habe es nicht in Stop geschrieben, deswegen bin ich jetzt unsicher, ob ich das gemacht habe. Ja, ich meine, mich daran gemacht? Erinnern zu können, ja. Mhm. Ja, ich auch. Ich habe das gemacht. Juti, dann stehe ich mit meiner Axt da. Wir haben jetzt vier Yetis vor uns, ne? Ist einer näher dran als andere jetzt zu mir? Ja. Ja. Wie weit weg? Gute 5 Meter vielleicht. 5 Meter. Dann würde ich mal auf den zurennen und den schreiend angreifen. Schaffe ich das in dieser Aktion, ja, ne? Du kannst einen, wenn du das kannst, das Manöver, einen Sturmangriff machen. Ja, Moment, das müsste ich jetzt mal eben nachgucken. Direkt nochmal das Regelwiki. Regelwiki auf. Kann nicht, Manu. Kannst Vorstoß nicht? Ist was anderes, ne? Ja. Ja, ist was anderes, genau. Tja, dann läufst du einfach nur so nach vorne und. Dann laufe ich nur so nach vorne, ja. Ja. Und attackierst den Yeti. Der George. Eben von. Auf wen hattest du nochmal geschossen, Ikayo? Auf irgendeinen, ne? War jetzt nicht sonderlich. War wahllos. Wahllos, genau. Irgendeiner dann, sollte sich halt umdrehen und am besten zu uns runterkommen. Ja, dann ist das wohl dann der vorne steht, also der schon von dem Stein getroffene Yeti, auf den Ilva jetzt zustürmt. Und was mit ihm anstellt? Möchtest du einen. Wuchtschlag, Baby! Ja, yeah, okay. Ich fange mal langsam an mit Wuchtschlag 1 nur. Ah, heute erstmal langsam anfangen, okay. Ja. Dann lass die Würfel rollen. 1W20 trifft mit einer 19 deinen Wuchtschlag. Ich glaube nicht. Nein. Ohne irgendwas hätte das tatsächlich geklappt, aber mit 2 Erschwernis wegen Wuchtschlag nicht mehr. Schicksalspunkt. Schade. Vielleicht. Schicksalspunkt, machen wir. Ich würfel nochmal. Bin heute früh rausgehauen, die Schicksalspunkte hier. Ah, das sieht viel besser aus. Die 4. Aber der Meister freut sich ja auch immer so, wenn die Schicksalspunkte rausgehauen werden. Ja, dann sind sie weg. Und dann, ich weiß immer noch nicht, was dann die Konsequenz ist. Aber ja, dann kannst du sie nicht mehr benutzen. Ja. Ganz einfach. Gut, dann versucht sich der Yeti mal zu verteidigen. Wo habe ich denn die Yeti? Habe ich hier die Werte. Moment. Yeti-Kämpfer. Yeti-Kämpfer versucht sich zu verteidigen.
Nein. Und da der alle seine Schicksalspunkte schon ausgegeben hat. Der Arme. Ja, dann mach ihm mal Schaden, dem Yeti-Kämpfer. Das ist 8 plus wie viel? Plus 8. 16 Trefferpunkte für den armen Yeti, der ja vorher schon einen Stein an den Kopf gekriegt hatte. Dann sind das... Ja. Schreit auf, während du deine Axt in seinen behaarten Körper schmetterst. Genau. Und als nächstes an der Reihe wäre Ikayu. Ja, Ikayu überlegt noch, ob sie jetzt dreckig und fies kämpft, weil wir alle wissen ja, dass der kleine Zeh eine besonders schmerzhafte Trefferzone ist. Ja, auch bei Menschen, je nachdem, wo man da nachts gegenläuft. und da das so ziemlich das Einzige ist, was sie erreichen kann, neben dem Knie, und weil Kniekehle natürlich auch schön ist, würde ich einfach mal attackieren. Vielleicht trifft Liska ja den Zeh. Ja, hast du denn schon eine Initiative für Liska? Die habe ich nämlich gar nicht hier drauf. Ich glaube, ich hatte eine. Aber jetzt muss ich neu würfeln. Moment, wo ist mein Hund? Hund, wo bist du? Da. Hund. Ich würfel einmal. Schauen wir mal. Ini ist aber W6 plus, glaube ich. Ach ja, stimmt. Falscher. Hier, den da wollte ich. Die hat eine 14. 14? Mhm. Aha, dann ist sie... vor Yeti Nummer 2 dran. Alles klar. Und vor Yeti 3 auch. Ah, vom bösen Yeti natürlich. Böser Yeti. Hier. Okay. Okay, dann aber was machst du? Liska ist noch nicht dran. Genau, nehme meinen Jagdspieß, weil man Yetis nicht mit Wattebäuschen bewirft und dem gleichen kämen meine Steine gleich. Deswegen nehme ich meinen Spieß und würde den Yeti attackieren, den Ilva schon bearbeitet. Ja, läufst also auch nach vorne und greifst den gleichen Yeti an. Mhm. Genau. So, dann würfeln wir mal Angriff. Nein. Mit 18 treffe ich mich. Schicksal. Nein, die brauche ich noch, glaube ich. Ja. Okay, dann nicht. Gut, dann ja, Schicksalspunkt nicht rausgegeben, dann haust du daneben und als nächstes ist Lothir drin. Ja, Lothir geht auf ein Knie, legt an, schießt. Mhm. Ich glaube, ich nehme, da die jetzt da zwei vor mir stehen, würde ich einen der anderen. Ja. Da, so, der ist es. Oh, von der 1 runtergerollt, aber ich treffe. Triffst, okay. Der Yeti versucht, aus deinem Pfeil auszuweichen, was ja nicht ganz einfach ist. Er schafft das aber nicht. Auch von der 1 fast runtergerollt. Anlegen, zielen. Oh Gott, hat der einen riesigen Brustkorb. Mhm. Wow. Tja. Fumm. Macht wie viel Schaden? 9. 9. Mein Minimalschaden. Lothir hat jetzt zum ersten Mal so richtig gesehen, wie breit so eine Yeti-Brust ist. Kann als mit der Behaarung mit deiner mithalten. Ja, definitiv. Da muss Lothir neidlos anerkennen, der hat mehr Haare. Apropos Haare, Goswin.
Was soll das denn heißen? Ja, ich habe keine Ahnung vom Nahkampf, aber ich sag mal, je mehr Ziele so ein Yeti hat, so verwirrter könnte er sein. Mhm. Ich folge mal Ikayu. Auf Yeti Nummer 1 wird eingeprügelt. Ja, genau. Und treffe nicht. Dann ist jetzt ein freundlicher Yeti dran, der nach vorne stürmt und an dem ersten Yeti vorbeiläuft, aber noch nicht in Reichweite kommt zu anderen Yetis. Genauso der zweite, der an euch vorbeirennt. Und dann ist der böse Yeti Nummer 1 dran, der vor euch dreien steht und sich jetzt gar nicht entscheiden kann, wen er jetzt angreifen soll. Aber da ihn nur einer richtig verletzt hat gerade, schlägt er auf Ilva. Trifft aber nicht. So, dann ist der Yeti Nummer 3 dran, der auch an dem ersten vorbeiläuft. Dann ist Mrom dran, der auch an dem vorbeiläuft. Und dann ist Liska dran. Gau Hund! Ja? Ja, Hund. Einmal würfeln. Auch auf den ersten Yeti. Der Hund hat Lust. Okay, ja, der Hund hat Lust. Der Yeti hat sich ja schon mal verteidigt diese Runde. Das heißt, er bekommt Einbußen auf seine Verteidigung. Und schafft es wieder nicht, sich zu verteidigen. Ich würfel immer 18, kann das sein? Okay, dann 1W6 plus 2. Sie würde ihn beißen mit 6. In den kleinen Zeh. In den kleinen Zeh, ja. Schüttelt so ein bisschen das Bein, wo der Hund gerade dranhängt. Und dann ist dran ein weiterer böser Yeti, der auf den Mrom zustürmt und ihn angreift. Und Der trifft. Dann muss sich der Mrom sogar verteidigen. Jetzt würfelt der Spielleiter für... So. Mrom verteidigt sich und zwei Yeti-Keulen prallen aufeinander. Und genauso ist es mit dem nächsten Yeti, der ebenfalls auf Mrom schlägt. Aber nicht trifft. Und der nächste Yeti ebenfalls. Ah, glücklich. Wir machen das mal mit Bestätigung. Aber auch die trifft. Das heißt, eine glückliche Attacke. Und Mrom muss sich jetzt ganz schön krass verteidigen. Sonst hat er ein Problem. Und Mrom... Nein. Ich denke nicht, oder? Nein, definitiv nicht. Das heißt, er bekommt jetzt eine Yeti-Keule ab, der gute Mrom. Und das verdoppelt auch. Ja. Schaut euch das genau an, damit wir wissen, was mit uns passiert. Ja. Das sind 24 Trefferpunkte, die der arme Mrom da abkriegt. Ja. Mrom hat dann 24... Oh, der geht in die Knie unter der Wucht der Keule. Und wo ist denn die Rüstung von dem? Da. Okay. Ja, und man hat so ein Knacken, wahrscheinlich irgendwie Yeti-Knochen, die da irgendwie ein bisschen geknackt haben, als die Keule ihm so irgendwie auf der Schulter getroffen hat und dann geht so in die Knie vor der lauter Wucht. Kniet jetzt vor den anderen drei Yetis, die ihn da angegriffen haben.
Und einer seiner, der letzte Yeti auf eurer Seite, rennt ihm zur Hilfe. Und dann ist wieder Ilva dran. Ja, hier war doch so einer, der gerade versucht hat, mich zu attackieren, ne? Mhm. Aber das ist wahrscheinlich blöd, wenn ich den Fokus jetzt von dem einen, dem ich gerade schon ziemlich eine reingehauen habe, löse. Aber hier ist einer frech. Den will ich hauen. Ja. Ich mache nochmal einen Wuchtschlag. Mhm. Diesmal Wuchtschlag 2 versuche ich mal. Dann los. Das sollte treffen. Klappt, ja. Okay, versucht der Yeti sich mal deine Axt mit seinem gekonnten Schritt auszuweichen und nein, schafft das nicht. Ey, wenn so fette Klopse mit einer 10 ausweichen könnten, ne? Ich mach das mit einer 7, also das wäre ganz schön unfair. Mhm. Böse Zungen behaupten, du wärst auch ein dicker Klops. Aber es ist böse Zungen. Ja. Gut, dass ich ja einen Wurfschlag 2 hatte und damit 12 da nochmal oben drauf packe und das dann trotzdem 15 Schaden sind, ne? Treffer, nicht Schaden, aber ja. Treffer, ja, Entschuldigung. Mhm. Ja, der sieht schon ziemlich mitgenommen aus und der taumelt so einen Schritt zurück, als die Axt ihn trifft. Und Ikayo dran ist. Das wäre jetzt so ein typischer Ikayo-Kill-Stil. Ja, Ilva sieht nicht so aus, als hätte sie Probleme. Ilva sieht nicht so aus, als hätte sie Probleme. Deswegen... Ja. Es ist nur ein Yeti, ne? Es ist nur ein Yeti, ja. Nur ein Yeti. Ja, das sind große, stinkende Viecher und ich habe Angst vor denen. Mhm. Na komm, ich lauf Braum zur Hilfe, weil ich hab ja doch ein gutes lebensmüdes Herz. Okay, ja, ich springe einem der Yetis, die Braum attackiert haben, in den Rücken. In die Kniekehle, meine ich, weil der Rücken ist zu hoch. Ja, wenn du den in den Rücken sprengen willst, dann musst du die erstmal umrunden. Ach so. Habe ich dann Yetis im Rücken? Ja, die von der anderen Klippenseite, ja. Ach so, okay, aber die sind mir ja erstmal egal, theoretisch. Aber dann stehe ich allein hinter den Yetis. Nee, lieber doch nicht, dann attackiere ich ihn so. Dann laufe ich einfach hin und attackiere so das Knie oder den Zeh, je nachdem, was ich erwische. Okay. Okay. Also den der gerade so richtig einen mitgebracht hat. Genau. Und mit einer 9 treffe ich auch. Ja. Der Yeti versucht, ihm auszuweichen. Schafft das. Flinkes Ding. Und dann ist Lot hier drin. Ja, das läuft ja alles ganz hervorragend bislang. Da hat ja einer einen Pfeil irgendwo in der Seite stecken. Mhm. Und der denkt, das wäre ein Mückenstich. Also schieße ich da mal einen zweiten rein, damit er den mal bemerkt. Mhm. In der Theorie. Ja, würde treffen. Der versucht, deinem Pfeil auszuweichen. Schafft er nicht. Weil gegen Pfeile kann man ja nur schlecht ausweichen, wie wir alle wissen. Ja, das ist... Und so. Oh. Tja, Karma. Neun. Ja. Bleibt in der Speckschicht hängen. Goswin. Ja, jetzt stehe ich plötzlich alleine vor dem Riesen, oder? Nee, Ilva steht da noch. Ah, ja, super, alles klar.
So ein Schiff vor, so. Ikayo steht genau, alleine vor so einem Yeti. Naja, okay, Mrom ist da auch noch und andere Yetis auch noch. Okay, von daher. Alles klar. Hilfe dem Goswin als Schild. Ich hatte, glaube ich, erwähnt, dass ich nicht unbedingt den allermutigsten bin. Naja. Schön. Ja, dann werde ich einfach mal stur weiter hauen. Daneben hauen. Daneben hauen, stur. Ja. Okay. Der nächste ist der Yeti auf eurer Seite, der auf den Yeti einprügelt, der Mrom verletzt hat. Und auch trifft. Und der versucht sich zu verteidigen. Schafft er auch. Und die Keulen prallen aufeinander. Der nächste Yeti versucht, den Yeti anzugreifen, der Mrom angegriffen hat. Und trifft glücklich, wenn er denn die Bestätigungsprobe schafft. Die er schafft. Derjenige ist jetzt ziemlich mit einer 1, schafft er es für sich zu verteidigen, aber nein, das ist so ziemlich das Gegenteil von einer 1. Das gibt ordentlich Ärger von der Yeti-Keule. Und wieder eine glückliche. Aha, 14, 28 Schaden für den. Jo. Das hat dem auch ordentlich wehgetan. Taumelt zurück. Und der böse Yeti Nummer 1, vor dem Ilva steht, ist dran und versucht an Ilva vorbei zu flüchten. Kannst du einem einen Passierschlag, Goswin auch, ihr könnt dem beide einen Passierschlag mitgeben, wenn ihr wollt. Juhu! Der verteidigt sich auch nicht, macht Schaden. Eine 2W6. Also das war Pölle gerade, oder wer war es gerade? Ja, wir haben, glaube ich, gerade irgendwie gleichzeitig gewürfelt. Ja, aber wir haben auch beide getroffen. Einer nach dem anderen. Okay, Pölle, wie viel Schaden machst du? 7. 7. Okay, das sind dann... Ja, und Ilva? Das ist ein bisschen mehr als 7. Ja, das wären 17. Ja. Okay. Ja, schwer blutend hinkt er mehr an euch vorbei und stürzt den Abhang hinunter. Also stürzt nicht, sondern versucht halt aus der Richtung, wo ihr hergekommen seid, halt es geht ja leicht bergab. Kann der nicht bitte für mein Kopfkino so auf den Bauch rutschen wie ein Pinguin? Nee. Dafür steht er noch. Also. Ja, als nächstes ist der Yeti Nummer 3, der attackiert mal den bösen Yeti Nummer 3, mal zur Abwechslung. Der hat nämlich noch gar nichts eingebüßt. Und trifft ihn auch. Der versucht auszuweichen. Schafft er nicht. Das heißt, wir kriegen wieder eine Yeti-Keule in Aktion. Hm. Oh, das war falsch. Da kommt's. Yay, das sind 12 Schaden, die der Yeti Nummer 3 kassiert. Dann ist Mrom dran, der sich wieder aufrappelt, aber sonst nichts weiter machen kann. Und dann ist Liska dran, die übrigens eben auch noch einen Passierschlag hatte, glaube ich. Die kannst du noch nachholen. Ja, dann wird Liska erstmal den Passierschlag nachholen. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Ja. Der würde treffen. Ja, mach Schaden.
Dann macht sie 8 Schaden. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, dann ist es für Ilvas Kopfkino doch so, dass der hier ohne überkippt und den Boden runterschlittert. Ja. Aber nur weil Ilva ihn nochmal, Sliska ihn nochmal gebissen hat. Yay. So, aber kommen wir zu den bösen Yetis. Die sind nämlich jetzt dran hier. Aber Moment, hat Liska nicht noch eine Aktion? Weil das war doch schon der Passierschlag. Ja, stimmt, die hat noch eine Aktion, ja. Genau, dann würde ich den Hund zu mir rufen. Das heißt, er kommt zu mir und attackiert meinen Yeti. Okay. Mehr Yeti für alle. Mehr Yetis für alle, ja. Nein! Hund kommt an, stolpert, fliegt auf die Schnauze. Also rutscht quasi wie so ein Otter bis zu meinen Füßen. Dann sind wir jetzt bei den bösen Yetis. Der Yeti Nummer 3, der böse Yeti, ist dran und schlägt den guten Yeti Nummer 3, weil der den auch gerade angegriffen hat. Trifft ihn. Und ein Ausweichenversuch, der gelingt. Und der Yeti geht zurück. Dann haben wir den bösen Yeti Nummer 2, dem der 2 Pfeile in der Brust stecken hat. Der greift Mrom an. Schon wieder glücklich. Also die haben es aber heute mit glücklichen Anteilen, die Yetis hier. Und bestätigt, der arme Mrom verteidigt sich mal wieder nicht. Oh oh. Betet, dass das nicht bei uns passiert. Au! Das sind 36 Schaden für Mrom. Und damit geht er wieder auf den Boden und man sieht, man hört nochmal so ein und Mrom ist wohl bewusstlos. Ludwig kriegt große Augen, weil sie Keule zu dritt, Mann. Der nächste Yeti greift euren Yeti Nummer 3 an. Trifft aber nicht. Und dann ist euer Yeti Nummer 2 dran, der den attackiert, der gerade Mrom niedergeschlagen hat. Hau ihn! Hau ihn! Trifft aber auch nicht. Und dann ist Ilva wieder dran. Wer steht jetzt am nächsten von mir? Der eine ist ja runtergeschlittert. Alle irgendwie gleich. Alle irgendwie gleich. Dann hau ich den bösen Yeti Nummer 3, der den Mrom so verzimmert da. Ja. Mit Wuchtschlag wieder. Nein! Nicht? Dann nicht. Oh ja, dann sind wir dran bei trotzdem bewusstlos nach 36 Treffermuffen. Der hatte vorher auch schon ordentlich, der hatte 2-mal eine glückliche Attacke eingesteckt, Spoon. Das ist dann doch etwas zu viel. Ich glaube, die andere war 26 oder sowas vorher. Dann sind das haut den stärksten Yeti um. Definitiv, ja. Ikayu ist dran. Ja, Attacke! Auf wen denn? Ist egal, ich treffe nicht. Okay. Also eigentlich den Yeti, der vor mir ist, aber ich treffe nicht. Deswegen. Frage ist, ich bin verwirrt, weil mir der Hund in die Hacken rutscht. Die restlichen 3 Yetis sind alle gleich vor dir, deswegen. So, ich bin verwirrt, weil mir der Hund in die Hacken rutscht. So dieses Knirschknack. Der hat den Eber die Zweit halt. Ich schieß dann nochmal. Treffe. Wen schießt du denn? Den gleichen wie immer? Ja, klar. Das ist mein Liebling. Das war der Böse, glaube ich, gerade, ne? Yep.
Ich glaube auch. Ich meine mich zu entsinnen, dass. Ja, der weicht aber aus diesmal. Matrix-Style. Okay. Dann ist Godswin dran. Du hast keinen Yeti mehr in Reichweite. Du müsstest jetzt zu einem hinlaufen. Ja, ich habe ja wahrscheinlich gesehen, wie krass Rom niedergestreckt wurde, oder? Ja. Zwei Herzen, ach, in meiner Brust. Ich will mal kontrollieren, wie schlecht es Rom geht. Mhm. Dann müsstest du zu ihm rüberlaufen, ne? Ja. Läufst zu ihm rüber und kannst mal eine Heilkunde-Wundenprobe machen. Okay. Erschwert um 1, weil es ein Yeti ist. Sich ein. Ich bin der Yeti-Expert. Aber sowas von. Aber sowas der von. Yeti-Flüsterer. Oh, krass. Gut, dass ich in Yeti-Unterricht so viel aufgepasst habe. Ja. Und Magister Nandurion hat es extra gesagt, ich soll aufpassen. Ja, dann wirst du feststellen, dass der durch die beiden Keulenschläge halt wahrscheinlich hier das Schlüsselbein irgendwie gebrochen hat und wahrscheinlich innere Blutung hat, und aber noch lebt. Aber noch gerade so. Ja, bedeutet aber, dass er wahrscheinlich in relativ naher Zukunft innerlich verblutet, ja? Mhm. Mhm. Okay, ich glaube, damit bin ich fertig für diese. Ja. Okay. Dann ist euer Yeti Nummer 4 dran. Der möchte sich natürlich Yeti Nummer 2 von den Bösen vorknöpfen. Oh, schon wieder glücklich. Bestätigen. Aber man weiß ja, einer von uns, der darf. Ja, der darf. Bestätigt ist das auch. Und die Verteidigung. Yeti Nummer 2 versucht sich zu verteidigen. Und nein! 2d6 plus 7. Das sind 34 Trefferpunkte, die Yeti Nummer 2 da kassiert. Ja. Moment, habe ich das richtig gerechnet? Nee, falsch gerechnet. So, ja. Dann ist euer Yeti Nummer 5 dran. Der versucht, ihm den Rest zu geben. Trifft. Der ist jetzt mit einigem Schmerz und zweiter Verteidigung schon ordentlich gebeutelt. Verteidigt sich nicht. Na. Und kassiert nochmal 16 Trefferpunkte. Und ist schwer gezeichnet durch die Attacken, durch die Keulenattacken. Dann ist der Yeti Nummer 3 auf eurer Seite dran und attackiert Yeti Nummer 4, der eben auch so böse zu Morm war. Den Ilva eben auch angegriffen hat. Trifft. Und die Verteidigung ist ja erschwert. Nee. Das heißt, da gibt es auch nochmal Yeti-Schaden. Aber diesmal nur 13 Trefferpunkte. Dann ist Mrom dran, der nichts mehr tun kann. Und dann ist Liska dran. Go, Hund! Mhm. Und steh bitte auf, zu meinen Hacken auf. Ja, die rappelt sich auf und springt dann den ersten Yeti an, den sie sieht. Oh! Sogar sehr gut. Ja, nenne 2, 3 oder 4.
Zwei. Okay. Der hat sich schon zweimal verteidigt und hat ordentlich Schmerz. Aber er versucht es trotzdem. Ja. Nö. Mach Schaden. Los, Hund. Wieder 8 Schaden. Ja, auf den kleinen Zeh. Dieser Yeti kippt nach, immer auf den kleinen Zeh. Kippt nach hinten über und ja, bleibt auf dem Boden liegen. Dann wäre vielleicht dann doch eher auf die Kehle. Der böse Yeti Nummer 3 dran, der attackiert Ilva. Trifft sie aber nicht. Und der böse Yeti Nummer 4 versucht, den Hund von Liska anzugreifen. Der hat gerade einen Kumpel von ihm kaputt gehauen. Oh, der patzt. Bestätigen. Ah, okay. Nur ganz normal nicht. Schon wieder eine 1. Was ist denn da doch? Ah, Extreme hier. So, dann haben wir euren Yeti Nummer 2. Der ist immer als allerletztes dran und haut nochmal auf Yeti Nummer 4. Also auf den bösen Yeti Nummer 4. Trifft. Ist der nicht gerade umgekippt, Yeti Nummer 2? Euer Yeti Nummer 2 ist dran. Ach so. Und der verteidigt sich nicht, das heißt, der Böse kriegt nochmal Schaden. Böse Yeti-Keulenschaden. 15 Trefferpunkte. Damit ist der... Ja. So, dann sind wir in einer neuen Kampfrunde. Es sind nur noch 2 Gegner da. Und Ilva steht vor einem ziemlich angeschlagenen und einem noch halbwegs gesunden Yeti. Dann Attacke auf den halbwegs gesunden mit Wuchtschlag. Mhm. Nein. Nein. Ikayu. Let's do this. Sind nur noch 2 oder nicht übrig? Angeschlagen? Angeschlagen. Immer auf die Verletzten. Ich bin klein und mit groß und böse sollte ich mich, wenn ich kann, nicht anlegen. Mhm. Also, gib ihm. Mhm. Damit müsste ich treffen. Trifft, ja. Der versucht sich zu verteidigen mit all seinem Schmerz. Ich will gerade mal gucken. Schmerz 2. Das heißt, er verteidigt sich noch. Also der weicht aus. Dann ist Lot hier dran. Ja. Der, den du immer beschossen hast, der ist jetzt auf den Boden gefallen. Also musst du ein neues ziehen. Verdammt, jetzt brauche ich einen neuen. Dann nehme ich den, der gerade noch nicht bedient wird. Ja. Also den noch nicht angeschlagen. Genau, weil ich möchte ja nicht in den Nahkampf mit anderen schießen. Das ist immer so ja, blöd, wenn dann Patzer. Ist trotzdem im Nahkampf mit anderen. Also sind alle im Nahkampf. Ja, aber nicht so viele wie gerade. Hm. Eine Keilerei ist das da. Ja. Okay. Der hat sich noch nicht verteidigt, diese Runde. Versuch das mal. Nö. Na komm. Wow. 10. 10 Trefferpunkte. Das heißt, der Pfeil macht wieder flupp. Und der Yeti hat jetzt einen Pfeil in der Brust stecken. Und Goswin ist dran. Ja. Das ist so ein angeschlagener Yeti, der sieht aus wie ein Opfer. Du Opfer! Oder möchtest du Rom irgendwie magisch heilen oder so? Ich glaube, das würde ich gerne tun, ja. Ich möchte irgendwie versuchen, Rom das Leben zu retten. Mhm.
Ja, ich habe zwar jetzt nicht mehr. Naja, egal. Was tut man nicht alles, um jemanden zu retten? Ich reibe mir die Hände. Mhm. Und spreche so ganz leise immer vor mich hin. Die Hände fangen irgendwann zu leuchten und dann lege ich sie dem Yeti auf und versuche so ein bisschen zu erspüren, wie viel an Heilung er braucht, um zumindest hier jetzt nicht drauf zu gehen in seiner Bewusstlosigkeit. Ein. Dann wäre ja frei Bewusstsein. Lege ich noch was drauf? Oder Moment, stopp. Nicht, dass ich hier lüge. Moment. Schmerz 4 geht. Ja, noch ein. Mhm. Alles klar, da lege ich noch ein bisschen was drauf, gebe ich ihm 3. Ja, also sprich, sein Balsam, der braucht ja 16 Aktionen, das heißt, das Ganze dauert jetzt erstmal 16 Kampfrunden lang. Das ist halt so. So, ja. Dann sind wir bei Yeti Nummer 4 auf eurer Seite. Der haut auch nochmal auf den feindlichen Yeti 4, der angeschlagen ist. Da habe ich schon die 19 gesehen, aber nein, es ist eine 3. Die Verteidigung klappt nicht. Das heißt, der kriegt ordentlich jetzt einen auf die Mütze. Mit der Yeti-Keule. Einmal 13 Trefferpunkte. Dadurch kippt der vorne über. Obwohl, Moment, stopp. 13. Nee, noch nicht, oder? Nein, noch nicht. Noch steht er. So, aber Yeti Nummer 5 kann da vielleicht was dran ändern. Auf eurer Seite. Der haut die nämlich auch. Trifft. Und jetzt mit Schmerz 3 und schon 1000 Mal versucht zu verteidigen. Nein. Und das sind dann, wird dann wohl reichen. 2d6 plus 7. Und dieser Yeti wird sowas von kaputt geschlagen. So. Euer Yeti Nummer 3 schnappt sich dann den gegnerischen Yeti Nummer 3, der das letztes noch steht. Attackiert ihn. Oh, schon wieder glücklich. Yay. Aber nicht bestätigt. Das ist nur eine ganz normale Attacke. Okay, gut. Die aber nicht pariert wird. Und das sind insgesamt 15 Trefferpunkte. Mrom kann nichts machen, Liska ist dran. Ein Yeti steht noch. Onward! Mhm. Doggy to the rescue! Wenn wir mal sagen, der Hund hat schon 2 Yetis kaputt gebissen. Der Hund hat Blut geleckt. Das ist so. Der holt so die Zähne aus der Kehle des gefallenen Yetis. Und dann so. Geht's ab. Ja. Auf den nächsten. Ich würde kann uns überhaupt nichts mehr passieren. Wir haben Liska dabei. Ja, genau. Ja. Buff den Hund! Attributo! Ich hätte auf dem anderen den Berg runterrutschen können. Als Schlitten. Ich hab's so gerne gemacht. Und ich habe gedacht, ihr braucht mich noch. Aber ihr habt ja so, den Hund. Ja, Liska darf Schaden machen. Liska darf Schaden machen. Wow! Mhm. Ja, dieses Mal aber nicht so viel. Wären 4 Schaden. 4. Okay. Ja, dann ist dieser böse Yeti auch dran und der ergreift, versucht die Flucht zu ergreifen und kriegt jetzt von allem, die da so rumstehen, also zuerst auch von Ilva und von Ikaru erstmal und von Liska einen Passierschlag ab. Gucken, ob das schon reicht, um ihn zu töten. Wer ist das? Einmal einer nach dem anderen. Erstmal Ilva, okay, trifft. Mach Schaden. Elf.
Dann Ikayu. Ja, das trifft noch. Mhm. Ich mache Schaden. 7, ja, 7. Mhm. Und der Hund? Der Hund. Los, Hund! Trifft nicht! Oh. Dann muss ja doch noch ein Yeti drin. Hund! Yeti. Hund hat Schnee in der Nase. Trifft. Ah. Das sind 12. Damit ist er auch hin. Also zumindest in die Bewusstlosigkeit geprügelt. Der anderen, den haue ich jetzt nicht nochmal drauf, dann müsste er wahrscheinlich sterben. Obwohl, das sind Yetis und die sind verfeindeter Stamm. Gucken wir mal eben, wenn der trifft. Trifft nicht. Und einen habe ich noch. Eigentlich habe ich noch 2, aber der trifft schon, damit ist der tot. So. Keine feindlichen Yetis mehr da, die auf der anderen Klippenseite sind geflohen. Zumindest sind sie weggelaufen. Und ihr steht da und ja, Mrom kommt langsam wieder zu Bewusstsein. Ich würde gerne die Gelegenheit kurz nutzen, um zu gucken, ob ich welche meiner Pfeile zurückbekommen kann. Also ob ich die aus den toten Yetis rausziehen kann. Ja. Oder ob die alle kaputt sind. Mhm. Was muss ich würfeln? War das Jägerfertigkeit oder was war das? Ich glaube ja. Meine Fähigkeit müsstest du doch wissen. Das steht ja nirgendwo, wo man Pfeile wieder rauskriegt. Irgendwo. Alkunde Wunden war das mal. Nein. Weiß der Chat das zufällig? Ich meine, es ist irgendwie 1W6 und dann war 1 bis 3 oder so, kriegt man den Pfeil wieder irgendwie. Irgend sowas war das. Habe ich das hier auf dem tollen Meisterschirm, wo alle möglichen Scheiß draufsteht, nur nützliche Sachen nicht? Nö, da steht es natürlich nicht drauf. Sinnesschärfe? Naja. 1W6, genau, aber auf welchem Wurf denn? Drecks. Eins bis drei, glaube ich, oder ist es nicht, oder 3 bis 4, 3 bis 6? Wir bestimmen das jetzt einfach mal. Würfel mal für jeden Pfeil, den du verschossen hast, ein W6. Und bei 3 bis 6 kriegst du ihn wieder. Bei 2 kriegst du wieder. Lothi sieht nicht glücklich aus, wenn der Köcher guckt. Gut, damit habt ihr den Hinterhalt der Yetis erfolgreich abgewendet, aus wenn auch Mrom ordentlich gelitten hat und ja, gestützt werden muss, als wenn er geht. Ja, warte erstmal, bis das Adrenalin abklingt und beobachte dabei meinen dusseligen Hund, der versucht, seinen erlegten Yeti am Arm über den Schnee zu zerren, um seine Beute in Sicherheit zu bringen, was natürlich nicht funktioniert. In keinster Weise. Und ich habe ein bisschen was in Pflanzenkunde. Mhm. Und wir kommen ja aus dem Wald und unten sind sowieso noch unsere Hunde und Schlitten. Deswegen würde ich zu Goswin gehen.
und ihm meine Hand auf die Schulter legen und dann sage ich, pass auf, ich gehe jetzt nach unten zu den Hunden und schau mal, wie die das Ganze überstanden haben. Die werden wahrscheinlich nervös sein wegen dem Lärm und dem Blutgeruch. Und dann sehe ich mich mal in der Umgebung um. Vielleicht finde ich was, was uns helfen kann. Wegen, und ich nix so Richtung Rom. Wie geht's dir? Was? Wie geht es dir? Ja, geht. Und okay, bleib hier nicht im Schnee sitzen. Guckst du unkonzentriert Richtung Horizont. Bleib hier am besten nicht im Schnee sitzen. Das wird dir nicht gut bekommen. Liska! Und Liska, komm mal her. Und dann lasse ich Liska bei ihm, die sich erst das Blut von der Schnauze und dann Goswin durchs Gesicht fleckt, und gehe nach unten zu den Hunden und möchte mich in der näheren Umgebung mal umsehen, ob ich vielleicht irgendwas in Richtung Heilpflanze finde, was uns vielleicht helfen könnte. Bindeschlamm. Ja, also an Heilpflanzen ist hier im Winter überhaupt nichts zu holen. Unter dem Meter Schnee, also da musst du erstmal den Meter Schnee durchwühlen und dann runter sind Pflanzen, glaube ich, nicht mehr zu gebrauchen. Kein flechtiges Moos oder ähnliches? Nein. Okay. Schade. Haben wir irgendwas im Proviant? Was, weiß ich nicht. Heilkräuter ist? Ich glaube, ich habe es nicht gesagt, dass wir irgendwas eingepackt haben, deswegen werden wir wahrscheinlich nichts dabei haben. Es gibt im Norden halt einfach nichts. Also alle Heilkräuter musst du importieren lassen. Da wächst halt nichts. Darum sind Heilkräuter im Norden auch so teuer. Da ich Rom ja gesehen habe, hatte der offene Wunden oder ähnliches? Nein, keine offene Wunden. Also, jetzt also nachdem... gut, das sind halt ja ein bisschen die Haut, also das Fell abgeplatzt so, aber es sind halt stumpfe, waren halt Keulen, ne? Mit denen okay, dann haben. Werden wir wahrscheinlich gleich ein paar Knochen richten müssen. Ich freue mich ja schon tierisch darauf. Ja gut, dann nehme ich nur ein paar kürzere Äste mit, die ich von einer Tanne abschlage. Vielleicht kann man die zum Schienen benutzen oder so. Und würde mich dann um die Hunde kümmern und mal gucken. Ja, wir gehen ja nicht über den Berg, sondern jetzt durch den Pass. Den haben wir ja freigeräumt. Das genau. Heißt, ich warte dann, dass die Leute zu mir runterkommen. Mhm. Also ich sitze die ganze Zeit da im Schnee, fange an ein bisschen, aber gucke einfach ziemlich dösig durch die Gegend und hab so den Mund halt aufstehen. Irgendwann, wenn das länger anhält, da liege ich eben, während der so da hinschlappt. So. Finde ich ein bisschen gruselig, aber hey. Ja. Echt mal. Ich versuche mal, unsere Yetis alle irgendwie so ein bisschen zusammenzuhalten, in dem Sinne, dass wir vielleicht die Wärme gebrauchen können. Auch gerade für unseren lieben Goswin, der da so ein bisschen seltsam sitzt. Dass wir irgendwie alle zusammenkommen und auch für Rom, der jetzt ja auch durch seine Verletzung was braucht. Und weil ich sonst gerade nicht so viel weiß, was ich machen kann, aber als ich selber so verletzt war, mir das voll geholfen hat, Geschichten dem Kröterich zu erzählen, Warzerich, so heißt er ja, fange ich an, eine Geschichte zu erzählen, eine Legende aus meinem Volk, und versuche dann irgendwie die Yetis zu animieren, dass sie auch was erzählen. Und das mache ich sehr unermüdlich in der Hoffnung, dass die irgendwie mitkriegen, dass die was erzählen sollen. Und wenn der wieder anfängt, über Dachse zu reden, ist es auch okay. Aber einfach ein bisschen Zeit, Unterhaltung, irgendwie Ablenkung. So. Ja,
Rom besteht darauf, möglichst schnell weiterzugehen. Weil es sind ja immerhin mindestens 4 von den Redak entkommen und die holen bestimmt Verstärkung. Das heißt, man müsste schnell durch den Pass und schnell das Gebiet der Redak verlassen und Richtung Frigorn dann aufbrechen. Kann er denn auf den Schlitten oder bricht er dann zusammen oder die Hunde brechen Ja, ihn? Goswin hat ihn so weit geheilt, dass er eigentlich allein, also er kann alleine laufen, ist halt, muss halt irgendwie, ja, der ist halt schwer verletzt, ne? Also wenn ihr den großen Yeti auf den Schlitten packt, die armen Hunde. Ja, das meine ich. Deswegen, aber mir war gerade nicht klar, wie gut der schon wieder mobil ist. Ja, Goswin hat ihn ja irgendwie hochgeheilt. Also der war gerade so unter der Bewusstlosigkeitsgrenze und Goswin hat ihn halt wieder hochgezogen. Also ist schwer verletzt, aber nicht irgendwie jetzt nah wieder an der Bewusstlosigkeit oder so. Okay, dann muss Also der schon selber irgendwie, laufen. aber ja. Dann muss der wohl selber laufen, aber ich Ja, heb die mal den anderen Goswin stützen hoch ihn und auch und trage den so. zum Schlitten. Das Problem ist ja, dass du gebrochene oder zersplitterte Knochen kannst du so eigentlich ja gar nicht wieder hinbiegen. Wenn hier sowas gebrochen ist, das kannst du ja wieder reindrücken quasi, aber bei der zweifach Doppel-Eins, die der abgekriegt hat, das ganze Gelenk hier weggeschmettert. Und das übersteigt schon unsere begrenzten Die Fähigkeiten, Kayo denke weiß, ich. dass es in Frigorn halt den nivesischen Schamanen gibt, der vielleicht helfen könnte. Den Gutanuk. Tanuk. Und das ist der alte Nivesen-Schamane, der in Frigorn lebt. Das weiß Lothia auch. Goswin, wehrst du dich denn? Ich sagte gerade, dass ich ihn zum Schlitten trage. Nö, ich lasse Lässt alles mit mir er machen. Also mich nicht ich, machen. Super. wenn du zu mir kommst und mich anhebst, stehe ich auch mit auf. Also, nur ich gucke halt weiter. Also ich fixiere halt nicht so richtig. Ne? Ich gucke halt nicht scharf. Das ist irgendwie immer so ein bisschen leer. Und ich antworte dir auch so ganz knapp, wenn du mich irgendwas fragst. Also du wirst mich ja wahrscheinlich so ansprechen. Kommst du mit oder so? Und dann sage ich das so. Ja. Und wenn ich dann sehe, wie verwirrt du bist, dann hebe ich dich wie so ein kleines Baby hoch, eine Hand unter die Knie, eine Hand unter die Schultern so ein bisschen, drück dich an meine Brust und trag dich ganz sanft zum Schlitten und deck dich dann in die Felle ein und streich dir noch so ein bisschen über den Kopf und sag, ruh dich aus. Ja. Ausruhen. Ich schaue Gostwin sehr besorgt an. Der ist ja fast so gruselig wie du, Lothir. Boah! Ich weiß ja nicht, was das immer mit euch macht, aber ja. Also davon habe ich nichts genommen. Nein, nein. Das habe ich auch nicht behauptet. Aber wir sollten weiter. Ich denke, da hat Rom recht. Ihr werdet durch den armen Rom ein bisschen verlangsamt. Das heißt, normalerweise wäre es noch ein Tagesmarsch Richtung Frigorn und ihr werdet allerdings erst nach anderthalb Tagesmärschen irgendwie in Frigorn ankommen. Und als ihr auf Sichtweite der Stadt seid, ihr könnt von so einem schneebedeckten Hügel herunterblicken auf den See. Und die Stadt liegt ja mitten, also nicht mitten im See, aber am See halt gelegen. Das heißt, ihr könnt auch alle nochmal, die es brauchen, auch nochmal regenerieren, weil ihr habt eine Nachtphase zwischendrin jetzt gehabt. Kommt dann am Mittag des nächsten Tages halt da an, seht den ruhigen See. Es ist ein klarer, kalter Wintertag. Es ist kein Schnee, der fällt. Und man sieht irgendwie, dass das Dorf oder die Stadt besser gesagt, es ist für den Norden hier ist es eher eine Stadt, sehr ruhig zu sein scheint. Irgendwie, man sieht den Rauch, der aus den Kaminen aufsteigt. Man sieht
auf dem See vielleicht, der zugefroren ist, einige Eisangler. Und ansonsten scheint hier das normale Stadtleben noch, so wie Lothi und Ikayo es kennen, durchaus irgendwie stattzufinden. Und was Ikayo auf jeden Fall auch noch freudig vielleicht zur Kenntnis nimmt, ist, dass irgendwie vor der Stadt eine große Tierkarenherde irgendwie auf dem Schnee eingezäunt ihr Dasein fristet und von einigen nevesischen Schäfern wohl bewacht wird. Das ist, du erkennst die von weitem, die Leute an ihrer Tracht. Das sind Leute von deinem Stamm. Also von, wie hießen sie? Ich hab's gerade mal im Kopf. Kaunoas und Lapilas Stamm. Genau. Tja, okay. Die scheinen also gerade in Frigon zu sein, was sie relativ, also sind im Winter öfter da, aber. Tja, Kind, da sind gut. Wir wieder. Und das geht allen gut. Naja, wenn hoffentlich das ist mein Vater nicht da. Was man noch sehen kann von dem Hügel herab, das ist die große Ruine, die in der Stadt halt irgendwie ziemlich düster und schwarz auf einem anderen Hügel gelegen, abseits der meisten Hütten gelegen ist. Das scheint wohl der ehemalige die ehemalige Residenz oder das Haus von diesem Magier Zobaran zu sein. Was sagtest du, Gaston? Egal. Ich wollte nur meckern. Willkommen in unserer Heimat. Möge ich angeben, dass sie auch weiterhin geschützt bleibt. Letzte Mal klein uns angegriffen. Ja, vielleicht wartet ihr lieber hier. Wir gehen vor und bereiten die Ankunft vor. Die Leute darauf vor. Sagt mal, kann man wohl bei euch einen Tonnistee kriegen? Was? Bestimmt. Tonnisblütentee. Wahrscheinlich gegen Kopfschmerzen. Diese Kopfschmerzen aufhören. Bestimmt. Vielleicht beim Schamanen, der kennt vielleicht was. Genau, da müssen wir sowieso hin. Ja. War der Schnee schon immer so hell? Ja. Pass bloß auf, dass du nicht schneeblind wirst. Das fehlt uns jetzt gerade noch. Was? Man kann erblinden, wenn man zu lange auf die Schneefläche starrt. Ihr kommt näher und betrachtet euch dieses Dorf. Also für Gorswin ist es eindeutig ein Dorf. Für Ilva oder für Lothia und Ikayo ist es halt eine Stadt. Man sieht die gut 2 Dutzend Blockhütten. Also es sind wirklich auch nur Blockhütten, ähnlich wie es in Friesow war. Und was heraussticht, ist in der Mitte des Dorfplatzes ist auch nochmal ein Haus aufgebaut, was so ein bisschen größer aussieht und ein kleineres Haus angebaut hat, wo 2 Kamine dran gebaut sind, die auch beide rauchen. Und Lothi und Ikayo wissen, dass das eine Schwitzhütte ist. Und das Haus in der Mitte ist halt eigentlich das Gästehaus und man angebaut ist die Schwitzhütte. Ich schaue zu Lothar. Pass auf, du bist der Geistliche von uns. Gehst du zum Stadtvorsteher? Ich suche den Schamanen. Naja, so wirklich ein Unterschied gibt es da ja nicht. So wirklich ein Unterschied gibt es da ja nicht. Ich weiß. Ja. Also der Dorfälteste ist tatsächlich der Schamane. Von daher. Aber ich kann gerne vorgehen. Kommst du mit? Ja, natürlich. Außerdem, ich muss ja sehen, wie es meinem erräuspert sich Tempel geht.
Aha. Und ich brauche eine Schutzwand, um mich vor meinem Vater zu verstecken, sollte er da sein. Ich habe mich schon viel zu lange nicht mehr zu Hause blicken lassen. Das gibt Ärger. Ja, los geht's. Ihr beide. Silber, willst du mitkommen? Ihr beide wisst auch, dass ihr auf jeden Fall zu Gutanyuk müsst. Weil das ist so Brauch in Frigorn, seit es nämlich vor einigen Jahren die Zorganpocken-Epidemie hier gegeben hat im Norden unter den Nivesen. Merkwürdig, die wurden ja bekämpft von irgendeiner Torvala-Truppe. aber seit diese Epidemie hier irgendwie ausgebrochen war, werden sämtliche, vor allen Dingen die südländisch aussehenden Leute, werden ganz besonders untersucht. Aber jeder, der neu ins Dorf kommt, das hat sich Frigorn so angewöhnt, wird erstmal auf Symptome der Zorganpocken untersucht. Ja. Also dann, Kindchen. Kommst du mit, Ilva? Was ist das genau? Das ist unsere Heimatstadt und wir gehen jetzt Leute informieren, dass wir da sind, und abgesehen davon müssen wir sowieso alle bei Gutanyuk vorbeischauen. Ja, deswegen wäre es am besten, wenn ihr direkt mitkommt. Ihr müsst euch untersuchen lassen. Genau. Okay. Ilva vielleicht nicht, aber kommt drauf an, wie lange in der Schwitzhütte war heute. Ja, er ist bekannt dafür, öfters in der Schwitzhütte zu sitzen. Ob die Himmelswölfe ihm heute einige interessante Visionen haben zuteil werden lassen. Mhm. Ja. Goswin, du solltest auch mitkommen. Abgesehen davon kriegst du dann wahrscheinlich früher deinen Tee. Ja, ja. Wenn er dich nicht gleich in die Schwitzhütte verfrachtet. Was? Versuch nicht allzu leidend auszusehen. Schwitzhütte und danach Eisbad. Gibt nichts Besseres, um die Lebensgeister neu zu entfachen. Na los, auf geht's. Mhm. Also ein bisschen, fach halt schon ein bisschen was her, ist brummelt, lud hier so ein bisschen Hnuyuka vor sich hin, um so ein bisschen wieder sich an die Worte zu erinnern. Hat er ja schon eine ganze Zeit lang nicht mehr verwendet. So, also er macht das, wenn er mit dem Schamanen redet oder generell mit den Wesen interagiert, dann spricht er prinzipiell in Nuyuka. Mhm. Außer mit Ikayu. Bei Ikayu ist das ein fließender Übergang. Das ist ihre Muttersprache, das ist Switch. Ja, damit ihr zu dem Dorf hinkommt, also zur Stadt hinkommt, müsst ihr an den Karinherden und an den Zelten der Nivesen vorbei. Dem Stamm von Ikayu. Und komme ich nicht drum hin, um Hallo zu sagen. Ja, ihr könnt natürlich einen großen Bogen laufen, aber ich weiß nicht, möchtet ihr einen großen Bogen laufen? Ich komme nicht drum rum, Hallo zu sagen! aber das wird länger dauern, vielleicht geht ihr schon mal vor. Ja. Die ist ja sowieso nicht mehr zu halten. Ja, die tollt schon. Leute, die sie kennt. Ja. Tollt schon Richtung den Schäferhunden, die sie kennt. Ja. Und es treten euch tatsächlich einige junge Nivesen entgegen, die Ikayu auch kennt. Einige von denen hast du echt lange nicht gesehen, irgendwie so, die hast du noch so als, ja, keine Ahnung, so als so 11-, 12-, 13-Jährige im Kopf. Die sind inzwischen aber schon ordentlich gewachsen und sind jetzt anscheinend durch die Prüfung zum Mann geworden, weil sie haben irgendwie, ja, schon Speere bekommen und anscheinend ja auch eine Aufgabe, die Karene zu bewachen oder zu füttern oder zu hüten. Und sind nicht mehr als Kind im Dorf irgendwie umherstromernd, sondern scheinen, kommen euch entgegen, grüßen dich auch. Natürlich auf Nuyuka. Ja, ich begrüße sie freundlich zurück, tausche die üblichen Wohlbefindensworte aus.
erkundige mich hier nach der Großmutter, die ja so schwer krank war vor einigen Jahren. Und erfahre dann, dass die beiden, die schon seit x Jahren ein Paar sind, endlich geheiratet haben. Yes! Kannst du sich ja keiner mehr geben. Es ist drei Sonnenläufe her, seit wir dich gesehen haben, Ikayu. Ja, ich weiß. Dein Vater hat die Herde tatsächlich hierher geführt, um dich zu treffen. Und dann müssten wir feststellen, du wärst nicht hier. Ja, ich weiß. Du hattest versprochen, zurückzukehren. Ich war ja auch eigentlich schon auf dem Rückweg, aber ihr wisst ja, dass sich Handelsbeziehungen nicht von alleine knüpfen. Ja. Und du wolltest uns deinen Mann vorstellen. Mann? Was für ein Mann? Ja, du hast gesagt, du wolltest die Handelsbeziehungen knüpfen und deswegen ging das mit der Heirat nicht. Mutter stutzt. Gut, dass das die Handelsbeziehungen sind ja auch noch lange nicht beendet, weil es ist ein. Das ist ja toll! Ich grüße dich, Lothir von Frigor. Panjuk, Danjuk, meine Güte, seid ihr verdammt groß geworden. Wir sind die anderen beiden. Da kann man so flaumend am Kind schon werden, so voll laut. Na, das liegt ja scheinbar im Blut, ho? Du hast mir ja gar nichts erzählt. Dein Vater 10 Karenherde bekommen hat für die Heirat. Ach, ist ja, das ich weiß, so? Mein Vater hat sich da aber auch was Schönes ausgedacht, ohne mich. Und ehrlich gesagt, so habe ich Nitok jetzt schon seit 4 Sonnenläufen nicht mehr gesehen. Ja, deswegen haben wir uns ja Sorgen gemacht und sind hierher gekommen. Ja, schön. Ich weiß schon, warum. Lothir legt eine Hand auf die Schulter, beugt sich runter, sagt so ganz leise: Wenn ich den Travierbund schließe, meine Liebe, werde ich dafür sorgen, dass du da auch nicht aus der Nummer rauskommst. Lothir, es ist etwas anderes, wenn man aus Liebe heiratet und wenn es euch um eine arrangierte Ehe handelt mit einem Typen, den man seit 4 Wintern nicht gesehen hat. Und jetzt nimm deine Hand weg, sonst verlierst du sie. Ja, bitte ein bisschen leiser. Das kriegen wir auch noch hin, Schnuckelchen. So. Ja, stimmt. Ich wollte ja Goffin zum Schamanen bringen. Goffin, komm. Also ich habe wirklich ganz viel zu tun. Tut mir schrecklich leid. Fängt Schalk an zu lachen. Ich komme bestimmt wieder. Hallo, Eltern von Ikayu. Das sind nicht mehr... Nein, wir sind nicht ihre Eltern. Sehen wir so aus? Sind wir schon so alt aus? Ikayu läuft Ikayu an. Die beiden an. Keiner. Übrigens, Ikayu, falls du ihn sehen willst, Arko ist hinten an der Schwitzhütte. Nituk meinst du? Hm? Ich nenne ihn Nituk. Nituk, okay. Übersetzt für Unbekannter. Dann ist Arko irgendwie ein Bruder von dir, dann kannst du auch treffen. Ja. Schau mal so den beiden nach. Klar! Nein! Niemals! Liska, komm endlich! Ja, ja, die Jugend von heute. Ja, Kaio schlägt die Kapuze hoch. Wir sind die da oben lagern. Freunde. Wir haben eine Fjarnigerin dabei und er überlegt kurz. Yetis. Also Schneeschrate. Die sind auf unserer Seite. Seite? Können wir das später machen? Tut so weh. Ich muss dringend zum Schamanen. Ihr könnt es vielleicht schon mal verbreiten unter den Leuten, dass Frigorn ist in Gefahr. Gut, dann solltet ihr euch beeilen, wenn ihr Neuigkeiten habt. Ja, ist der in der Schwitzhütte oder ist der... Er scheint kurz was anderes sagen zu wollen. Guter Nuk, wenn ihr ihn sucht, er ist in der Schwitzhütte tatsächlich. Da kommt er den ganzen Tag nicht raus, bis er abends zur Kneipe geht. Ja, schön, dass sich manche Dinge nie ändern.
Ansonsten, vielleicht, wenn er dort nicht ist und Arco ihn rausgeholt hat aus der Hütte, weil er Angst um ihn hat, dann könnte er in seinem Zelt sein. Ja, dann. Ja, Ikayo hat ihre Kapuze so hochgeschlagen und macht sich unsichtbar zwischen den Tieren und so, jetzt kommt endlich! Ilva, mach dich ein bisschen kleiner, du bist viel zu groß! Versucht möglichst lange dieser Konfrontation mit ihrer Familie aus dem Weg zu gehen. Ja, der eine Nivese, in dem er da vorbeiläuft mit seinem Speer, Ilva ist größer als der Speer, guckt so irgendwie total gespannt so auf Ilva, verfolgt sie so irgendwie mit dem. Ja, ich klopfe ihm so auf die Schulter. Ja, ist eine große Frau. So. Ach, Schwitzhütte, na toll. Das ist der einzige Ort, wo jeder vor mir sicher ist. Gut, dann geht ihr in den Ort hinein, könnt ein paar spielende Kinder, auf denen, die gerade eine Schneeballschlacht machen, irgendwie auf den Straßen sehen. Goswin bekommt tatsächlich, obwohl er ja so leidet, einen Querschläger ab und wird von einem Schneeball getroffen. Ich helfe ihm hoch. Ja, und faucht die Kinder an, dass sie doch woanders spielen sollen. Ich bin dezent angespannt. Und dann nähert ihr euch der Schwitzhütte und tatsächlich sieht Ikayo dort ihren Bruder Arco und den dessen Namen nicht genannt werden darf. Ich drehe auf dem Absatz um. Geht ohne mich, ich lager vor der Stadt. Wenn du ein paar Tage wartest, kann ich sie alle in Otter fahren. Wunderbar, ich warte so lange. Wie lange brauchst du? Tage. Okay, ist mir egal. Oh Gott. Ja, ich versuche in Deckung zu gehen. Irgendwo in der nächsten Seitengasse. Ich bin absolut und überhaupt nicht bereit für diese Konfrontation. Ja. Seit drei Jahren nicht. Niska ist schon unterwegs Richtung... Oh, dieser dumme Hund! Als ich merke, dass es keinen Sinn mehr hat, ihr hinterher zu rufen, ohne noch auf mich aufmerksam zu machen, ja, drücke ich mich einfach hinter der nächsten Ecke an die Wand. Scheiße, ich muss hier weg. Ja. Gott sei Dank. Warum bin ich hierher gekommen? Warum bin ich so doof und komme ausgerechnet hierher? Oh! Wir sind alles vor die fiesen, bösen Monsterelfen geht. Ich würde jetzt gerade lieber gegen noch so ein Kramm-Ding kämpfen. Wirklich. Bitte erst meine Kopfschmerzen. Ja, Ika hört sich hinter so einem Fass irgendwie und redet auf Goswin ein und geht dann halt ohne Ikayo weiter nach vorne. Der Akko streichelt inzwischen Liska schon. Ja, fein. Wo hast du denn dein Frauchen gelassen? Schaut dann hoch. Oh, Lothir von Frigorn, ich grüße dich. Akko, du siehst kräftig aus. Akko ist der große Bruder von Ikayo. Ja, ich klopfe ihm so auf beide Schultern. Ja, erwidert den Gruß und legt seine Hände auch auf deine Schultern. Es ist viel zu lange her, seit wir uns gesehen haben. Oh ja. Hast du gut auf meine Schwesterchen aufgepasst? Oh ja. Wo ist sie überhaupt? Das ist sie nicht, Cloud of Ilva. Ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend, aber nein. Und wer ist die andere Frau bei dir? Das ist... Ich dachte so auf Ilva und das ist eine Freundin. Vom stolzen Volk der Fjarniger. Hm. Beeindruckend. Sieht man selten hier so weit in den besiedelten Gebieten. Ja, müssen wir haben noch ein. Kommen die Fjarniger jetzt aus den Bergen hinab? Müssen wir uns Sorgen machen um unsere Herden? Ich glaube, das ist eine einzelne Sache, aber nicht erschrecken, wir haben dort hinten noch Freunde mitgebracht, Schneestraße. Oh. Und ja, sie sind auf unserer Seite. Freundliche Schneestraße. Ja. Vielleicht können wir mit ihnen handeln. Möglicherweise ja, die sind gekommen, um uns bei der Verteidigung Frigons zu helfen. Die Stadt ist in Gefahr. Oh.
Jetzt hörtet ihr von drinnen aus der Schwitzhütte so ein Rumpeln, so. Was los? Und dann geht so die Tür auf, man kommt so ein Schwalldampf aus der Tür raus. Und dann seht ihr einen so mit nur einem Handtuch um die Lenden bekleideten, sehr, 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 sehr alten Nivesen. Mit der zahlreiche Tätowierungen auf seiner ledrigen Haut hat. Irgendwie keine Zähne mehr im Mund. Und auch dieses so ein bisschen zugekniffene Augen. Wie ist denn da? Ihr habt keinen Aufguss mehr gemacht. Jutaluk! Oh. Hier ist Lothir! Wer? Lothir! Lothir! Ah, ja, Lothir! Warte, komm rein! Ist ja gar kein Aufguss da! Er hasst dich. Lothir macht so ein paar Schritte rein, fängt dann sofort an, sich auszuziehen, hektisch. Weil er Hitze nicht ertragen kann. Ja, er greift sich blitzschnell in Handtuch und schiebt sich mit rasender Geschwindigkeit einfach der ganze Zelt. Wie sind die anderen da? Hey, eine Freude. Boah, ist das heiß hier. Ja, es ist viel zu kalt hier. Wir haben einen Aufguss. Nein, kein Aufguss. Ich muss diesen. Luther Nook, wir haben Ernstes zu besprechen. Ja. Was gibt's denn? Also er setzt sich möglichst an den Rand. Frigon ist in Gefahr. Die Ifer ließ mir eine Vision zuteil werden. Wir haben gegen die schwarze Flut aus dem Norden gekämpft. Sagt mir nicht viel. Chakagra. Lass uns rausgehen. Kein guter Danke. Ort, um darüber zu reden. Danke. Ja, die Tür geht wieder auf und Ilva und Goswin sehen wieder diesen Schwalldampf, der da rauskommt und ja. Und Goswin sieht zum ersten Mal, oder vielmehr dann eher Ilva, wie Lothir, obwohl er nur so 30 Sekunden drin war oder so, quasi ein flüssiges Gesicht hat. Ja, Jutanuk beginnt sofort, sich mit Schnee einzureiben, nachdem er irgendwie rauskommt. Also ich jammere während der Zwischenzeit, ja, die ganze Zeit Ilva die Ohren, wie schlecht es mir geht, ja, und dass ich ja eigentlich mich gar nicht beschweren will, aber das so wehtut, aber eigentlich möchte ich gar nicht so, ja, aber es ist so schlimm. Wenn mir das zu sehr, ich ertrage ja viel schweigend, ich bin ja gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie immer so viel Interaktion mache, aber wenn es denn doch irgendwann kurz bevor wir bei der Schwitzhütte ankommen, hier auf den Zeiger geht, würde ich ihn mal freundlich fragen, ob ich ihn bewusstlos schlagen soll. Dann tut es nicht mehr weh. Ich denke wirklich 5 Sekunden darüber nach, ob das tatsächlich die beste. Es könnte aber sein, dass dein Kopf dann. Warte. Ich bin ja schon ruhig. Ich weiß nicht, ob es dir hilft, mir wird's helfen. Lothir! Also Jutanuk steht jetzt mit so einer, einfach nur mit einer Stoffhose bekleidet, barfüßig im Schnee. Neben Lothir, der ja auch irgendwie dem die Kälte ja auch kaum was ausmacht. Oh, wer sind die zwei Südländer? Das ist Ilva. Eine Kameradin vom stolzen Volk der Fjarlinger. Ah, ich grüße dich, Ilva, von den Fjarlingern.
Und das ist Goswin, ein Magier aus Lovan. Kommt mit. Hat er gerade gesagt, ich soll mitkommen? Mhm. Oh ja, bitte. Und ich stolper ihm so hinterher. Was ist mit dir los, junge Frau? Er hat irgendwas von Tonnis geredet. Ich kann damit nichts anfangen. Ah, Tonnisblüten. Hast du Kopfschmerzen? Kannst du bitte Hypoastrarie sagen? Nee. Oh. Hä? Sie geht mit euch rüber zu dem Schamanenzelt und ihr betretet, also das ist wohl das Einzige, also es reiht sich an so diese Blockhütten an, ist relativ groß und ist aber, wie gesagt, keine Hütte, sondern eigentlich nur ein Zelt. Es scheint aber auf Dauer da zu stehen. Wir wissen zumindest, Lothir und Ikayo wissen, dass es er weigert sich, in einem Haus zu wohnen. Das einzige Haus, das er betritt, ist die Schwitzhütte und die Taverne. Und ansonsten... Kann ich meinen Verlobten und meinen Bruder irgendwie umgehen, um ungesehen zu diesem Zelt zu kommen? Ja, mach mal eine Verbergenprobe. Oh Gott. Okay, versuchen wir das mal. Schwert um 1 wegen Liska, mach ich mal. Der dusselige Köter. Oh. Verbergen. Mut. Inni. Schafft und Geschick sind 14. Dann habe ich es geschafft mit 3 über. Das ist eine Qualitätsstufe. Ja. Dann hast du das Gefühl, du sie sehen dich nicht. Schleiche ich hinter dem Block. Schleiche mich. Weg. 10 Spitzen ins Zelt. Da mache ich Plan hinter mir zu. Hallo, guter Njuk. Du bist so ein. Ich schaffe dich. Ich kann you. Ich sag da nein. Jetzt mal nichts zu. ja. Nein. Okay. Ja, gut. Was passiert? Ja, dann bist du jetzt mit den anderen im Zelt von Gyuternuk. Goswin, als du das Zelt betrittst, merkst du sofort irgendwie, dass es hier nach Räucherwerk riecht. Es tut deinem Kopfschmerz auch halbwegs gut. Einfach mal was anderes zu riechen als dieses beißende Schnee. Diese Kälte, weil es hier in dem Zelt ist es auch warm. Es brennt ein kleiner Glutofen ist aufgebaut. Und es sitzt eine alte Nivesin davor und schürt so ein bisschen mit einem Haken die Glutkohlen und hat irgendwie so eine kleine Schale über diese Glutkohlen gehängt, aus dem halt so ein wohliger Duft aufsteigt. Und ich zieh mich aus. Wachen. Ach so, ich dachte schon. Ist nicht die Schwitzhütte. Also, zumindest Mantel weg. Es ist warm. Ja. Ja, das ist warm, wärmer als draußen, ist es auf jeden Fall. Es hängen überall merkwürdige auch Kräuter irgendwie zum Trocknen in so Leinen da oben. Auch Felle teilweise. Und man sieht halt in der einen Ecke so mit Vorhängen abgetrennt so einen kleinen Bereich. Und Gyuternuk schaut euch irgendwie auffordern an, als Ikayo dann die ersten Klamotten irgendwie dann schon abwirft, also die Jacke auszieht und so, schaut sie dann Richtung Ilva und Goswin. Ja. Der sie total anstarrt, so. Du darfst dich jetzt auch entkleiden, damit er nach den Pockenzeichen gucken kann. Keine Scheu. Richtig, bitte bis auf die Unterwäsche. Ja, okay. Genau das passiert jetzt auch gerade. Nur noch mit so einem Brusttuch. Noch müssen wir sicher gehen, dass da nichts ist. Ja. Ich höre tatsächlich zwischenzeitlich auf zu jammern. Ja.
Die Untersuchung ist ein bisschen surreal, weil dieser alte Mann halt bis. Irgendwie mit. Ja, so total nah, die auf die Pelle rückt, so bis auf kurz seine Nasenspitze mal so kurz über vor deinem Körper irgendwie zum Stahl, zum Halten kommt und dann schaut sich anscheinend, es dauert auch sehr lange, jeden Zentimeter deines Körpers, den du freigelassen hast, an. Also ich spreche halt die ganze Zeit Gareti, ne? Ich verstehe kein Wort von dem, was ihr da auf Nordisch redet, ja? Ja. Also wenn er mir so nahe kommt, sage ich, ich bin gesund. Das werde ich ja gar nicht feststellen. Was? Also er hat auf Gareti geantwortet. Ja, ich habe trotzdem kein Wort verstanden. Ja, ich kann gar nicht feststellen. Ja, also ich leide nur unter Hypoastrarie. Ja. Welche Seuche ist das denn jetzt schon wieder? Es ist keine Seuche, das passiert halt einfach, wenn man zu viel astrale Kraft einsetzt. Goswin, lass den Schamanen einfach mal machen. Ja. Wie gesagt, er betrachtet euch alle erstmal und dann beginnt er einen kleinen Tanz, um euch irgendwie aufzuführen. Er hat dabei so Rasseln, die ja irgendwie die ganze Zeit irgendwas ist tierisch anstrengend für Goswin, dieses Rasseln. Seine Frau beginnt auch noch auf so einer kleinen Trommel irgendwie so einen merkwürdigen arrhythmischen Trommelrhythmus irgendwie zu vollführen. Aber dann, nachdem er da irgendwie drei Runden um euch herum getanzt ist, merkt Goswin aber schon, dass ihm irgendwie so der Kopfschmerz ein bisschen leichter wird. Warum auch immer. Also nicht, er ist nicht weg, aber pocht nicht mehr so. Also das Pochen hat sich zu diesem Trommelrhythmus angepasst. Am Anfang, deswegen war das am Anfang unglaublich eklig. Und dann irgendwann hat es sich aber, das hat der Rhythmus sich irgendwie verlangsamt und er hat immer langsamer getanzt und so. Und das ist halt jetzt so, es pocht immer noch, aber nicht mehr so hart wie vorher. Dann geht er zu dem zu diesem Glutofen hin und nimmt so von so einer Leine halt so ein paar Blätter und schmeißt die halt in diese Räucherschale rein und es riecht tatsächlich dann noch süßlicher, als es vorher schon gerochen hat. So, ihr seid alle gesund, habe ich beschlossen. Das ist gut. Und jetzt kommen wir zu den Gefahr. Erzählt. Chakagra. Sie haben Frisor vernichtet. Und das gleiche bei Glundhafen versucht. Viele sind gestorben. Sehr viele. Wir haben Frisor weitestgehend evakuiert und sie nach Glundhafen gebracht, die Leute. Ja, deswegen mit den Yetis unterwegs. Es steht ja, das ist so. Ja. Einige junge Männer aus dem Dorf haben sie vor ein paar Tagen angegriffen. Bevor ich mich darum kümmern konnte. Eigentlich tun die einem ja nichts, nicht wahr? Die sind auf unserer Seite, die wir mitgebracht haben. Es ist so, dass Frigorn soll auch, also wir vermuten, dass das angegriffen werden soll. Und sie wollen an die Unterlagen von Zobara. Welche Unterlagen? Irgendwas scheint noch da zu sein, zumindest vermuten sie das. Die Fragmente einer Formel von seinen unheiligen Forschungen. Wir täten gut daran, wenn wir das ganze Anwesen endlich abbrennen würden. Es ist verflucht, Ikaio, und das weißt du.
dieser von den Göttern verlassene Ort, wenn wir da Feuer legen, wer weiß, wo der Rauch überall hineinzieht. Und fluchender Rauch. Ihr habt alle Holzhütten. Das Holz atmet doch. Und was soll aus der Schwitzhütte werden? Kaio verkneift sich ein Augenverdrehen. In jedem Fall hatten wir merkwürdige Begegnungen mit Leuten, die Himmelslichter oder so ähnlich tragen. Goswin, zeig mal bitte den Stein. Also alles fing damit an, dass ein Elf mit diesen leuchtenden Steinen nach Frisov kam. Kurz danach wurden wir angegriffen. Und als wir das Dorf evakuiert hatten, haben wir noch so zwei von diesen Steinen gefunden. Einen davon in dem alten Rondra-Tempel und einem Praios-Kloster. Und jetzt hat der Anführer der Yetis auch so einen Stein und irgendwie laufen die uns immer mehr über den Weg. Also wir wissen nicht genau, was es damit zu tun hat, aber wir wissen, dass halt vermutlich ein Angriff hierher unterwegs ist, um an das, was in dem Haus verborgen ist, heranzukommen. Und wir sind nicht im Geringsten auf sowas vorbereitet. Nein, was auch so viel bedeutet, wie wir müssten da rein. Wahrscheinlich. Um das zu holen, was die wollen, bevor sie es kriegen. Könnt natürlich da oben hereingehen, aber denkt dran, es ist verflucht. Ich könnte euch ein paar Talismänner mitgeben, um euch zu schützen. Das wäre sehr alles, freundlich. Was hilft. Alles. Ja, er zieht hinter so einem Tuch, zieht er vier kleine Stoffpuppen, die irgendwie mit so Lappen oder so zusammengedreht sind und die in all so mit Stroh ausgestopft sind. Man sieht noch so die kleinen Strohhalme, die irgendwie so zwischen den einzelnen Stofffetzen irgendwie herausragen und sind halt vier kleine Puppen. Dann drückt ihr euch so in die Hand. Wenn ihr sie so ein bisschen irgendwie näher so ans Gesicht haltet, dann riechen die ziemlich sauer. Wenn die hier geballt angreifen, wird kein Einwohner Frigons überleben. Ihr solltet euch in die Wildnis zurückziehen. Hunderte. Und sie haben, und nicht nur, dass sie magische Waffen und Rüstungen haben, sie sehen aus wie Elfen, aber sie sind mit Dämonen im Bunde und dem Gott ohne Namen. Und sie haben Chimären. Widerliche Wesen zusammengebaut aus Tieren und Elfen. Wie die Militoberan hergestellt hat? Ja. Ihr tätet wirklich gut daran zu verschwinden. Zieht euch zurück in die Ebenen unserer Vorfahren und wartet, bis sie vorübergezogen sind. Dein Stamm ist ja hier. Sie werden garantiert einen Unterschlupf für uns wissen. Ich werde sowieso mein Gespräch mit meinem Vater nicht herumkommen, also werde ich das auch ansprechen. Wir haben noch eine Bitte. Einer der Yetis, der uns begleitet, ist schwer verletzt. Könntest du ihn dir vielleicht ansehen? Natürlich. Hinter Goswin taucht die alte Frau auf und reicht dir so eine Teetasse hin. Und das riecht so nach dem Tee, den du schon so sehnlich erwartest. Ich nehme ihn entgegen und muss mich wirklich zurückhalten, ihn nicht sofort runterzustellen. Der ist wahrscheinlich heiß. Nipp dann dran und begeh dann den Fehler doch. Das heißt wahrscheinlich eher den Mund verbrannt als die Hände. Ja. Ja, aber ich muss ja aufpassen, dass ich nichts von dem Tee verschütte. Ja, das auch. Goswin, das Wort, was du suchst, ist Tjuk. Danke. Aha. Weiter. Ja. Sie verbeugt sich nochmal so vor dir.
Diese kleine runzlige Stirn und mit den kleinen Augen schauen dich so ganz freundlich an. Ich grinse so ganz, ganz freundlich, so mega übertrieben. Weiter. Kaio, sag mal, Gyutanuk. Dein Vater war ja auch hier und hat nach dir gefragt. Ja, genau, danach wollte ich mich gerade erkundigen. Seit wann ist er denn da? Das ist seit einigen Tagen. Kurz bevor die Yetis kamen. Wie ist seine Stimmung? Er hat sich Sorgen gemacht. Ich hab gesagt, du bist mit Lothir unterwegs. Ja, das werde ich auch noch eine Zeit lang bleiben. Ich vermute, wenn ich heute mit ihm fertig bin, wird er schlechte Laune haben. Verdammt. Lothir wird sich da mal runterbeugen zu Ikali und ihr ins Ohr flüstern. Ich bin da. Erzähl mir die Geschichte einfach. Vielleicht kann man da was machen. Mein Vater hat sich das schon seit ich ein kleines Kind in den Kopf gesetzt. Ist unter den Wesen so üblich, oder? Ja, ich weiß. Tja, vielleicht können wir da was machen. Aber Ecklaufen macht es meistens schlimmer. Ach. Meistens. Ich weiß, wovon ich rede. Bei dir ist das was vollkommen anders. Na gut. Mehr als 3 Jahre kann ich wahrscheinlich sowieso nicht davonlaufen. Schande. Vor allem, weil ich ihn jetzt darum bitten muss, den anderen Obdach zu gewähren. Oh ja. Dam, dam, dam. Er wird das gegen mich verwenden, ich sag's dir. Ich bin ja auch noch da. Es wird nicht so hässlich werden. Hey, die Leute mögen mich. Alle deine Leute mögen mich. Ja, aber mein Vater! So. Immerhin habe ich einen Teil deiner Lippe mit aufgezogen, wie Jan. Ich weiß. Na gut. Wir sollten uns beeilen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Also sollte ich das Ganze wahrscheinlich schnell hinter mir bringen. Kurze Zwischenfrage. Wir müssen jetzt ein bisschen klären, in welcher Sprache ihr gerade. Jetzt gerade Gareti. Ah, weil ja. Gareti von allen verstanden wird und Yutanuk das auch versteht. Und ja. Wovon redet ihr da gerade eigentlich? Ikario hat von Mädchen Angelegenheit zu klären, die sie lange aufgeschoben hat. Oh, Familie. Ja, überhaupt nichts damit zu tun haben, dass ich lange mit dir rumgereist bin. Wenn es hilft, gib mir die Schuld. Er hebt so beide Arme. Was sollen sie schon machen? Ich war auch nicht in der einzigen Geweihte. Verschmunzelt. Dein Vater wird darauf bestehen, dass du einen Mann bekommst. Ich weiß. Mein Vater besteht doch darauf, dass ich mindestens 3 Enkel zeuge. In der Tat. Du bist schon ziemlich alt. Du müsstest eigentlich mal anfangen. Moment. Ich bin nicht alt! Ja. Nicht so laut, bitte. Ja? Geht schon besser, aber ich nehme noch mal einen. Trink noch einen von dem Schal. Ja, bitte, 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 bitte. Du musst aber, wenn du diese, wenn hier gibt es auch Nüsse, wenn du mal ein paar Nüsse möchtest, wenn man darauf herumlutscht, dann gehen die Kopfschmerzen manchmal auch weg. Oh ja, und ich. Also, Kaio. Du hast ernsthaft deine Familie verlassen? Und ich trinke noch einen Schluck Tee. Nein, ich habe meine Familie nicht verlassen. Ich bin auf offizielle Handelsbeziehungen Knüpfmission gegangen. Die Ausreden kenne ich ganz. Und ich versuche so möglichst, ja, wie man das mit einem Mund voller Nüsse kann, ein bisschen streng zu. Du hast dir eine Ausrede einfallen lassen, deine Familie loszuwerden.
Nein, ich habe eine Gelegenheit beim Schopf gepackt, die mir Fex geboten hat. Boswin, du siehst gerade aus wie ein sehr angestrengt nachdenkendes Streifenhörnchen. Ich guck mal die Nüsse aus und nehme einfach so eine. Wenn man zu viel davon in den Mund nimmt, wird der Mund taub. Ja. Bin ich das schon so spürend? Ja, so ein bisschen. Oh, verdammt, jetzt habe ich zu viele Schmerznüsse gelutscht. Ikayu steht auf. Willst du das alleine machen? Ich jetzt meinen Vater suchen. Willst du das alleine machen oder soll ich mitkommen? Ich kann dich sowieso nicht aufhalten, du bist viel zu neugierig. Aber das ist eine sehr private Sache, da kann ich mich durchaus zurückhalten. Das ist deine Entscheidung, Kindchen. Schauen wir mal, wenn er jetzt gleich vor der Zelttür steht, dann hat sich die Sache sowieso erledigt. Ich guck mal raus. Ja, in der Tat steht draußen schon der Familienclan, dein Vater, deine Mutter, dein Bruder und deine zwei Schwestern. Ich mach so die Zelttür auf. Ich hab's gewusst. Du kannst mitkommen. Ich hab keinen Sex. Ich steck so den Kopf mit drauf. Ach du meine Güte, das sind ja alle. Ich steck den Kopf wieder rein. Ja, alle 27. Ich erinnere mich nicht dran. Ich guck so zu Ilva. Die Frau hat wenigstens eine Familie. Ja. Und nehm noch einen traurigen Schluck von. Oh. Möchtest du eine Familie, Goswin? Es gibt bestimmt heiratswillige Nibesen, Frauen. Oder ja, ob ich eine Familie habe. Oder eine heißblütige Norbardin, die lässt dich auch finden. Okay, ja, Ikayu. Was ist das eigentlich mit Ilva? Gib erstmal wieder an und kommt dann raus. Das wird ja lustig. Hallo Vater. Hallo Tochter. Mutter. Sie hat so leicht so Tränen in den Augen. Du hast dich vor uns versteckt. Also, nein. Ich gehe rüber und nehme sie in den Arm. Ich habe mich nicht versteckt. Du weißt, ich war Handelsbeziehungen knüpfen. 3 Jahre. Ja, das hat sich ein bisschen länger gezogen. Lotte steht da so ein bisschen im Hintergrund und winkt einfach nur erstmal. Aber ihr müsstet doch... Die Dorfbewohner haben uns gesagt, dass du von den 3 Jahren 2 alleine hier im Dorf warst. Ja, Handelsbeziehungen. Mit wem hast du Handel getrieben hier im Dorf? Ich habe Kontakte geknüpft nach Friesow. Ich habe gefragt. Ja, ich habe Kontakte geknüpft nach Friesow. Du weißt gar nicht, wie schwer es ist, mit den eingefleischten Familien dort ins Geschäft zu kommen. Die haben ihre Kundenliste und sonst kommt man da auch nicht wirklich drauf, ohne wirklich gute Empfehlungen. Also brauchte ich erstmal Leute, die mich empfehlen. Und unsere Waren. Und unsere Fälle und unsere Tiere. Die Egelios, das sind wirklich Norbaden, wie sie Norbaden sein sollen. Ja. Ja, darf ich dir meine Begleiter vorstellen? Ilva? Sie reist mit uns und das ist Goswin. Ja. Guten Tag. Vater, ich muss mit dir reden. Das Handelspartner von dir? Nein. Kampfgefährten. Lotin liegt. Es ist viel passiert und ich muss dringend mit dir reden. Das sollten wir nicht auf offener Straße bereden. Unsere Zelte stehen dort hinten. Wie du vielleicht schon gemerkt hast. Ja. Ich
wäre gekommen und hätte Hallo gesagt. Ich war gerade auf dem Weg dahin. Ja. Merkst du, dass sie etwas verbittert sind. Ich wende mich so Lothi zu. Versucht sie sich gerade rauszureden? Tja, ja und nein. Es war auch so, raunt er dir so zu. Es ist ein bisschen komplizierter. Was ist denn das Problem? Tatsächlich gibt es da wohl etwas, was mir Ekalio nicht anvertraut. Scheinbar hat sie sich bei ihrer Familie nicht gemeldet. Die wussten gar nicht, dass sie in den letzten Jahren noch lebt so richtig. Und sie ist vor ihrer versprochenen Ehe geflohen. Und das ist also Flüster, Flüster, Flüster. Und jetzt ist sie da und jetzt muss sie wohl Rede und Antwort stehen. Du hast gerade den Eindruck, dass meine beiden Augenfarben sich tauschen. Aber am besten. Unter den anderen? Lassen wir das die untereinander besprechen. Oswin macht den Mund zu, sonst friert die Zunge ab. Plopp. Nituk unter den Anwesenden? Nee, tatsächlich nicht. Okay, zumindest ein Gespräch, das ich jetzt nicht führen muss. Gut, dann folge ich meiner Familie Richtung Zelt. Ja, du merkst deutlich, seit du das Zelt das letzte Mal gesehen hast, das große Familienzelt, dass die also sonst hingen ganz viele Felle immer daran und deiner Familie war eigentlich immer recht wohlhabend, in Anführungsstrichen. Anscheinend ist es aber jetzt sehr karg, auch im Zelt relativ karg eingerichtet. Du merkst, dass einige Hunde fehlen, die sonst immer um das Zelt herum gestromert sind. So die nahen Verwandten von Liska. Ja. Das gibt mir natürlich schwer zu denken. Allgemein sinkt Ikaios Laune immer tiefer, während sie in Richtung Familienzelt unterwegs ist. Den Nullpunkt erreicht ihre Laune, als sie sich im Zelt auf den Boden setzt. Nun, Kind. Was hast du mit uns zu bereden? Ihr könnt nicht hier bleiben, Vater. Was soll das heißen? Frigon wird angegriffen werden. Wir haben nichts, wo wir hin können. Der Winter ist da. Ich weiß, aber ihr solltet trotzdem so bald wie möglich in die Länder unserer Vorväter aufbrechen. Und dort zumindest. Es gibt nur Schnee und Eis. Da können unsere Karinen nichts zu essen bekommen. Ihr solltet Proviant mitnehmen und euch trotzdem zurückziehen. Weil ein sehr mächtiger Feind auf dem Weg hierher ist. Er möchte etwas, was in dem verfluchten Haus ist. Und wenn er gerade schon dabei ist, wird er alles und jeden töten, der sich ihm dabei im Weg befindet. Das bedeutet, die Stadt wird überrannt werden. Dasselbe ist mit Frisov passiert. Wir wurden komplett überrannt. Sie haben alle getötet. Jeden. Und diejenigen, die überlebt haben, haben das Dorf verlassen müssen. Ohne Vorräte für den Winter, ohne nichts. Deswegen rate ich dir dringend, Vater, pack den Clan, pack alles ein, nehmt so viel mit, wie ihr könnt und sucht euch zumindest für die nächsten Wochen eine Zuflucht. Was passiert mit den Dörflern? Ich würde dich bitten, sie mitzunehmen. Sie haben nichts, wo sie hin können und... Naja, wir können ihnen anbieten, einen Flüchtlingstrupp nach... Wie ist der Ort nochmal, wo das Preiostguster stand? Glündhaven. Genau, nach Glündhaven zu bilden.
Allerdings müssen sie dafür das Yeti-Land durchqueren. Und dort sind im Moment einige Yetis vor einigen Tagen hier. Ja, ich weiß. Allerdings waren das freundliche Yetis. Sie sind auch jetzt wieder da und lagern vor dem Dorf. Allerdings befindet sich im Yeti-Land ein verfeindeter Clan und sie werden versuchen, die Flüchtlinge anzugreifen. Deswegen würde ich dich bitten, sie mitzunehmen und ihnen Obdach zu gewähren. Das wird uns ruinieren. Ja. Wir sind auf den Ist es das Leben wert? Wir haben wohl keine Wahl. Was ist passiert? Du warst 3 Jahre Ihr müsstet Geld von mir bekommen haben. Es war nicht viel, ich weiß, aber... Wir haben Geld gekriegt, ja. Davon haben wir die letzten Karene noch bezahlt. Wir haben 10 Karene für deine Hochzeit bekommen. Und von dem Geld, das du uns geschickt hast, haben wir uns noch einmal 5 leisten können. Nur will von uns niemand etwas mehr kaufen, weil wir als, nachdem du nicht zurückgekehrt bist, nicht mehr als Verhandlungspartner angesehen sind. Deswegen sind wir auch hier in die Stadt gezogen. Ich habe darauf bestanden, um das aus der Welt zu schaffen. Und um hier vielleicht zu bleiben. Der Stamm, nun, er ist nicht mehr gut auf uns zu sprechen. Wenn nicht das stimmt, was ich vermute. Und das wäre? Dass du vor uns davorläufst. Dass du die Geschäfte, die wir abgeschlossen haben, nicht ehrst. Dass du Fex verrätst, deswegen. Die Geschäfte, die du abgeschlossen hast, Vater. Es sind unsere Geschäfte, es ist unsere Familie. Du gehörst dazu. Muss ich dir erklären, wie unsere Gesellschaft funktioniert? Nein, Vater. Aber das ändert nichts daran, dass ich Nituk nicht heiraten will. Ich dachte es mir. Dann werden wir wohl hier bleiben müssen. In einem von diesen Holzhütten wohnen. Das ist auch nichts Schlechtes. Und wenn die ganze Sache vorbei ist, werde ich dafür sorgen, dass ihr eine feste Handelsbeziehung mit den Igeliovs bekommt. Ihr habt es gehört. Es ist das eingetreten, was ich gesagt habe, was eintreten wird. Jetzt merkst du, dass eine deiner kleineren Schwestern anfängt zu weinen. Ja, Kais Gesicht ist sehr ausdruckslos. Dann werden wir noch einmal wegziehen und hoffen, dass die Stadt noch steht, wenn wir wiederkommen, nicht wahr? Was machen wir, wenn die Stadt nicht mehr steht, wenn wir wiederkommen? Dann haben wir auch hier nichts mehr. Ja. So wie die Leute aus Frisov. So wie bald der ganze Norden, wenn wir nichts gegen dieses Unheil unternehmen, das uns heimsucht. Was kann man dagegen unternehmen? Das wissen wir selbst noch nicht so genau. Vater, hast du nicht mit dem Gedanken gespielt, mich zu verstoßen, um deine Ehre wiederherzustellen und die unseres Stamms? Ich verstoße mein Kind doch nicht. Ja, aber es würde die Handelsbeziehungen mit den Stämmen wieder aufleben lassen und meiner Familie
Wir sind eine helfen. Familie. Ja, daran würde auch ein... Das Einzige, was unseren Status im Stamm noch wiederherstellen kann, ist, dass du endlich diese Heirat vollziehst. Oder der Familie von Nitok erklärst, warum das nicht geht. Eine Sache würden sie akzeptieren. Und die wäre, dass ich nicht zeugungsfähig bin? Nein, wenn es Konkurrenz gibt, dann würde der Zweikampf stattfinden. Kaya, steh mir bei. Ey, Kaio fährt sich durchs Gesicht. Ich werde dich nicht verstoßen. Du bist meine Tochter. Meine Zweitgeborene. Die erste Tochter, die ich großgezogen habe. Es tut mir wirklich leid, dass ich so lange weg war, Vater. Du weißt, ich bin nicht die Mutigste. Aber ich wollte niemals meiner Familie schaden. Nun, das tust du. Und du hast dich entschieden anscheinend. Ich weiß. Ich werde darüber nachdenken. Vielleicht kann ich Nituks Familie überzeugen. Im Zweifel zwar noch zu warten, bis die Sache vorbei ist. Das musst du mit ihnen aushandeln. Ja. Sie sind nicht besonders gut, auf uns zu sprechen, weil ich halte sie schon seit Jahren hin. Als du weggingst, solltest du ein Jahr Handel treiben. Darauf haben sie sich eingelassen. Ich weiß. Ich werde Nitok versuchen aufzusuchen. Vielleicht hört er mir zu. Versuch so lange, den Stamm darauf vorzubereiten, die Zelte abzubrechen. Es tut mir wirklich leid. Dann würde ich aufstehen und mich entschuldigend verbeugen und dann das Zelt erstmal verlassen. Draußen Tiefluft holen. In den die sich hellen Himmel gucken und ja, tief ausatmen um dann mal zu gucken, wo der Rest hängt, damit ich den sehen kann, dass ich noch was zu erledigen habe. Gut. Hat jemand Lothir zum Schrein begleitet? Ja, ich wäre wohl mitgekommen, weil einfach aus dem Grund,
dass ich jetzt nicht so richtig die ganze Zeit dabei stehen mag, wenn die Kayo die schwierige Gespräch mit ihrer Familie führt. Ja, Ilva wird das wahrscheinlich auch kaum verstehen. Also, ich verstehe es einfach auch nicht. Nee, aber ich sehe, dass Ikayu sich windet und dass es ihr nicht so gut geht dabei, aber ich kann dir nicht helfen und ich kann noch nichts machen. Da gehe ich lieber mit und mag mir das nicht mehr angucken. Ja, das war ja mal ein Firun-Schrein, jetzt ist ein Marsch. Mhm. Streng genommen ist es nicht weiter als ein Eisaltar in gewisser Weise, ein Eisblock, ursprünglich mit Bärensymboliken verziert, jetzt teilweise mit Schwanenverzierungen drüber. Es sind Trophäen in das Eis eingefroren. Also man legt Trophäen drauf und wartet, dass sie einfrieren, damit sie da drin gehalten bleiben. Weil aus irgendeinem Grund schmilzt dieser Block. Egal, wie warm es mal drumherum wird. Und da ist Lothar auf jeden Fall direkt hingegangen. Hat leise ein bisschen gebetet. Die Hände an das Eis gelegt. Und wirkte dann auch sehr nachdenklich. Ich werde wahrscheinlich erfahren, dass die anderen Richtung Schrein sind und würde mich dann auch da auf den Weg hin machen. Ja. Der Schrein wird wahrscheinlich auch in der Nähe von dem Haus stehen, das Lot hier hat, also von der Hütte. Und du wirst ja auch eine Hütte hier haben. Ja. Ist seltsam, wieder hier zu sein. Und jetzt, wo ich Ikayos Familie wieder gesehen habe, freut es mich auf der einen Seite, auch wenn es Ärger bedeutet. Aber trotzdem frage ich mich dann, wo ist eigentlich meine? Ja. Sehr, sagt das so ein bisschen halblaut vor sich hin, während Ilva da steht. Sie dreht sich dann so ein bisschen um, deutlich zum Dorfeingang. Genau dort hat man mich gefunden. Ein schreiendes Häuflein-Mensch. Mit nichts weiter bedeckt als einer leichten Decke und einer Schwanenfeder. An was machst du Familie fest? An was machst du Familie fest? Tja. Sind das die Leute, die dich geboren haben und die sich dann von dir getrennt haben? Oder sind es die Leute, die dich liebevoll aufgezogen haben, die sich um dich gekümmert haben und die dir heute weiterhin zur Seite stehen? Familie ist natürlich das, was du als letztes sagtest, aber ein Gedanke, der Gedanke bleibt einfach nach der Frage der Herkunft irgendwo. Und die Frage nach dem Warum. Das tut er wohl. Und doch glaube ich, dass es gut ist, wenn man wertvolle Menschen um sich versammelt. Ja. Menschen, die einem gut tun und die einem zur Seite stehen, wenn man schwierige Sachen durchzustehen hat. Die ganze Stadt hat mich aufgezogen. Es gibt hier so wenige Menschen, dass jedes Kind für die Siedlung kostbar ist. Und eines Tages, ja, so viel gibt es von euch auch nicht dort oben. Nein, und selbst wenn jeder seine Geburtseltern hat, so ist es doch die ganze Sippe, die dafür sorgt, dass die Kinder aufwachsen und die aber auch dafür sorgen, dass sie eine gute Ausbildung bekommen, mit den Härten des Lebens hier im Eis zurechtkommen
und sich zurechtfinden. Man wird gefördert und gefordert. Und damit auf das Leben vorbereitet. Und alle tragen dazu bei. Du bekommst auch mal von jemandem in der Nachbarhütte vielleicht ein bisschen zugesteckt. Alle helfen mit, alle stehen sich zur Seite. Und das macht für mich den Norden aus. Wir müssen füreinander da sein, Luthier. Auch wir, unsere Reisegruppe. Als kleine, wirklich kleine, aber auch irgendwie Sippe, die sich hier zusammengefunden hat. Jeder mit anderen Fähigkeiten. Und wir stehen füreinander ein. Wir halten uns den Rücken frei und jeder trägt bei, was er kann. Und so kommen wir zurecht. Schau doch, wir sind noch nicht lange zusammen. Aber wir haben schon einiges zusammen geschafft. Wir ergänzen uns gut. Und wir haben einiges vor uns. Nur wenn wir zusammenhalten und wenn wir einander beistehen und uns als das verstehen, was wir wirklich sind. Als Familie, die wir uns für diese Reise gewählt haben. Dann können wir das schaffen, was vor uns liegt. Es schmunzelt so leicht. Ich wusste ja gar nicht, dass eine fernländische Schamane in mir steckt. Das tut's nicht. Aber Wahrheit muss ausgesprochen werden. Weise Worte für eine so junge Frau. Ich bin keine Frau der vielen Worte, aber ich glaube, manchmal wird es doch ein bisschen unterschätzt. Apropos Familie, so stopf, 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 weil sie sich im Schnee wehrt. Hey, kleines Wölfchen. Na? Oh, du siehst aus wie ein Gletscher vor der Schmelze. Ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen, dass ihr vielleicht schon mal alles vorbereitet. Ich muss noch was erledigen. Und ich habe keine Ahnung, ob man mich danach noch weglässt. Deswegen. Ja, jo. Zwei Dinge. Erstens, weglassen oder nicht. Du bist Teil einer göttlichen Mission. Das kann ich bezeugen und das sollte erstmal vorgehen. Und das andere, du hast deine Familie. Natürlich hast du auch Verpflichtungen gegenüber der Familie und die Familie gegenüber dir. Aber wir, der macht so eine umfassende Geste, sind jetzt auch Familie. Und du musst nichts alleine tragen. Wenn du es nicht willst. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr mich in eurer Familie wollt. Das letzte habe ich ruiniert. Hey, ich bin immer noch da. Ja. Du kannst mir gar nicht so sehr auf die Schuhe steigen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Lothir. Entweder ich schicke meine Familie ins ewige Eis und hoffe, dass danach die Stadt noch steht und ich irgendwie eine funktionierende Handelsbeziehung zu den Igeljovs herkriege, damit meine Familie den nächsten Winter überlebt. Oder ich gehe jetzt zu Nituks Familie und werfe mich vor ihnen in den Schnee und bekniee sie, dass sie mir noch eine weitere Frist geben, bis diese ganze Scheiße gelaufen ist, bevor sie mich mit ihm verheiraten. Also, für mich ist die Freiheit ja das höchste, die Freiheit entscheiden zu können, was man will.
Also, wenn wir das hier überstehen alle, und davon gehe ich fest aus, hat dein Name Gewicht bekommen im Norden. Weil du an vorderster Front dabei warst, diese Gefahr für den gesamten Norden aufzuhalten. Und das heißt, wenn dein Name Gewicht hat, hat es der Name deines Stammes auch. Dann werden sie erst recht wollen, dass ich ihn heirate. Das erkauft dem Stamm aber wieder die Möglichkeit zum Durchatmen, wenn er berühmt ist. Wenn sie bis dahin überleben. Versuch doch bitte einmal etwas mehr meiner naiven Positivität zu haben, ja? Und was deinen Verlobten betrifft, tja, ich muss sagen, ich kenne die nivesischen Bräuche nicht so gut. Mich haben sie darin nicht unterwiesen, weil ich eben kein Nivese bin. Aber es gibt selten nur einen Weg. Ja, der andere ist, ich habe jemanden, den ich heiraten will, und der wird dann zum Zweikampf rausgefordert. Juhu! Also wenn du nicht zufällig einen knackigen Junggesellen aus deinem Mantel zaubern kannst, ja, ich könnte Liska anbieten. Er hat schon zwei Yetis getötet, also vielleicht heirate ich einfach meinen Hund. Lothir fängt an zu grinsen. Naja, also ich scheide aus mehrerlei Gründen aus. Ich möchte nicht von deiner Verlobten mit dem Holzbein vermöbelt werden, danke. Aus mehrerlei Gründen. Wie läuft das dann ab mit Zweikampf? Wird er mit Speeren, mit Dolchen ausgeführt oder bestimmt oder wird da irgendwas anders bestimmt? So oft habe ich noch keinem Zweikampf aus diesen Gründen beigewohnt. Oder anders gefragt, kann der, der herausfordert, also der, der dich heiraten möchte, kann der die Wahl der Waffen bestimmen? Normalerweise bestimmt der Herausgeforderte die Wahl der Waffen. Also nicht der, der herausfordert. Lass uns mal nur eine Möglichkeit durchgehen. Wie viele junge Männer kennen wir denn, die weise sind, klug, mutig und die sich für den Norden begeistern können? Mutig, was in der Welt? Kajo, kein? Ach, Kinder. Der Rundrangeweihte. Also ich kenne viele junge Männer, die sich für den Norden begeistern, die sind aber nicht klug. Viele kluge Leute, die sich für den Norden begeistern, die sind aber nicht mutig. Und ich kenne viele kluge und mutige Leute, die begeistern sich aber nicht für den Norden. Also mir fallen auf Anhieb zwei ein. Zwei potenzielle Kandidaten. Kagrim im Chat schlägt Brom vor. Ja! Oh Gott, dann habe ich auf ewig meinen Clan ruiniert. Auf ewig. Also der hätte im Zweikampf echt gute Karten. Halb Yeti. Das wäre einmal unser freundlicher, in sich gekehrter Rondra-Geweihter. Was? Glaub mir, ich kann dich unglaublich schmackhaft anbieten. Das kriege ich hin. Ja, danke. Machst du es nicht besser als mein Vater? Ich bin doch eh nur eine Kuh. Oder Goswin. Was? So, wir haben schon in deinem Schlafsack geschlafen. Ihr seid quasi. Ja, aber das ist also. Der hebt eine Braue. Also, das ist was völlig anderes. Oder Ilva, ja. Ich bin da nicht. Du weißt doch, wie ich bin. Also, ja. Also, ja. Such's dir aus. Ich biete nur Möglichkeiten an. Ich kann Goslin doch nicht dazu bitten, einen Zweikampf auszufechten, bei dem er ernsthaft verletzt oder getötet werden könnte, nur damit ich nicht heiraten muss. Nun, aber Goswin. Also nicht gegen dich, Goswin, aber. Ja, genau nicht.
Also ich kann mir dir jetzt nicht so in einem rituellen Zweikampf in oben ohne vorstellen. War der nicht noch im Zelt am Tee trinken, der Gute? Ja, ja. Ja. Nicht dabei. Also okay. Das sei froh. Möglicherweise könnte man, da müsste ich mal Udinjuk fragen, ob es da nicht eine Möglichkeit gäbe. Oh Gott, ich habe zu viel Zeit mit den Norbanen verbracht. Ob dann nicht, wenn Goswin sich anbietet und herausgefordert wird, dass er nicht einen Sekundanten bestimmen kann, der für ihn kämpft. Und das würde ich tun. Oder Ilva. Ich wollte gerade sagen, können wir nicht Ilva nehmen? Oder Brom? Oder Ilva. Ich weiß ja nicht, ob es dann nicht ein Mann sein muss, weil Gesicht wahren. Oder so. Hey, ich biete dir eine Lösung an bei Mokosha oder wie diese an. Und also wie diese komische Bienengöttin heißt, die normal an. Sieh es mal so, es wäre eine Möglichkeit und du hast dann Zeit, Gosse noch ein bisschen kennenzulernen, wenn wir alle sterben. Ich sehe dein Gesicht, du bist einverstanden. Dann können wir jetzt zu Goswin gehen. Nein! Oh Gott, du wirst ihn umbringen. Sowas wie Sekundanten kennen die ja eigentlich nicht. Oh Gott. Okay, mal ganz ernst. Ich möchte dir nur eine Möglichkeit anbieten, wie du deine Freiheit ist so hart ausgedrückt, aber wie du deine Freiheit behalten kannst. Wie du frei entscheiden kannst. Ich finde, man sollte den heiraten, den man liebt. Punkt. Und nicht versprochen werden. Das fand ich schon. Hat sich Nirala kennenlernte, so bescheuert mit dem Wort. Leibeigene können sich noch nicht mal aussuchen, wenn sie heiraten. Ja, das bestimmt. Der hat sogar das Recht auf die erste Nacht bei Leibeigenen. Wie hieß das noch? Ad prime noctis oder so. Ja, Ikayu nagt auf ihrer Lippe. Ist die ganze Sache sehr, sehr unangenehm. Okay, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr privat, aber... Kind, ich möchte, dass du glücklich bist, so oder so. Und du bist es gerade überhaupt nicht und deine Familie auch nicht. Und so kommen wir vielleicht aus der Nummer raus und jeder kann sein Gesicht wahren. Ja, aber ich kann ihn nicht darum bitten. Es geht nicht, ich kann nicht, also ich mache ja viel und auch viel Scheiß und ich kann Leute auch bequatschen, dass sie, ich weiß nicht, ein Iglu kaufen im Sommer, aber ich kann nicht zu ihm hingehen und sagen, hör mal, da ist halt dieser Typ, mit dem soll ich verheiratet werden und wenn du für mich in den Ring steigst, dann muss ich das nicht. Darf ich dich daran erinnern, als wir Goswin mit diesem wunderbaren Treck getroffen haben, bist du ziemlich frühzeitig mit dem freundlichen Herrn ins Zelt gekrabbelt. Ja, das war was anderes. Du hattest deinen Nutzen das davon. Es ist kalt und ich wollte wissen, was in seiner Kiste war. Mhm. Also komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Das geht nicht. Goswin ist nett. Der ist nicht so wie... Endlich ausgesprochen. Nein. Der ist nicht so wie die... Der ist nicht so wie... Wir... Die Nivesen und die anderen Kerle. Soll ich ihn für dich fragen? Das wird bestimmt weniger peinlich. Nein! Oder soll Ilva ihn für dich fragen? Das wird bestimmt auch weniger. Kann ich nicht einfach Ilva heiraten? Das würde mir einfacher fallen. Ich bin jetzt nicht nach, so aber nur nach Vianinger Ritual. Egal! Ich bin mir nicht. Keine Ahnung, das muss. Ilva beantworten, ob das ginge. Oh Gott. Irgendeiner, hilf mir. Lass mich, erschlag mich einfach. Oder so. Das meint sie nicht wörtlich. Guck zu Ilva. Oder du suchst dir ein Mädchen aus. Also nur um... Was ist denn jetzt hier aus?
Nein, keine Yetis. Da habe ich Angst, der frisst mich. Oder rollt sich auf mich drauf, während ich schlafe und dann, nein. Egal, du liebes Kind, es ist letztlich deine Entscheidung, aber... Ja, jetzt ist es meine Entscheidung und sie fällt mir trotzdem nicht leichter. Juhu! Immerhin gibt es die Möglichkeit, auszuweichen. Mhm. Einer Sache, die du nicht willst. Wenn du natürlich in dich hineinhorchst und sagst, du kannst damit leben, du kannst ihn lieben lernen, dann mach es. Ganz einfach. Nirala und ich haben uns auch sehr berauft und gut, ich hab's auch geheim gehalten. Ja, ich geb's zu. Naja, wirklich erfolgreich warst du damit ja nicht. Weil du so eine Stüffelnase bist. Nein, weil du einfach regelmäßig zu Treffen gehst. Du musst das unregelmäßig machen, aber immer zu einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Tag verschwinden. Weißt du, für kleinere Feinheiten, da habe ich ja dich. Ja. Ich kann ums Verrecken nicht lügen. Ja, das ist richtig. Und ich habe extrem und ich habe große Schwierigkeiten, Menschen zu durchschauen. Hm. Aber ich kann total gut Iglus bauen. Also wir sollten jetzt sowieso erstmal zu Kyutanuk und die Evakuierung der Stadt vorbereiten. Und wir haben ja auch noch das Haus und so viel zu tun. Schieb es nicht vor dir her, sonst passiert nämlich schon wieder das, was deswegen wir jetzt hier drüber reden müssen. Ja, ich weiß. Ich werde heute noch zu denen gehen. Überleg dir, was für dich das Richtige ist. Ja. Außerdem, so seltsam wäre das vermutlich gar nicht. Nehmen wir an, ein Nivesen-Schamane würde dich heiraten wollen. Die werden auch nicht im Kampf ausgebildet. Dann müsste er ja theoretisch auch einen Sekundären bestimmen können. Es sei denn, man übergibt einem Schamane das Geforderte. Das weiß ich gar nicht. Mal herausfinden, ob es nicht irgendeine Legende gibt über irgendeinen Nivesen, der irgendeinen Stein geheiratet hat. Das würde die Sache viel, viel einfacher machen. Oder einen Wolf. Das wäre möglich. Ja. Aber ich habe schon die Augen. Ich glaube, also, ja. Deswegen warst du auch 10 Karene wert. Ja, ich weiß. wir sollten... Na... Ja. Siehst du, ein Lichtstreif. Das Nordlicht geht wieder auf. Ich will wieder schlafen. Geh weg, Stern. Ja, auf dem Weg Richtung Gyutanuks Schamanenzelt verlassen wir für heute dann unsere Helden. Wird Goswin jemals erfahren, welches Schicksal ihm blüht? Wie kommt Ikayo aus der Sache raus? Wird das Dorf wirklich angegriffen? Und was findet sich in den Ruinen des alten Zauberers? Und ist Ilva wirklich die beste Adjutantin, die man sich vorstellen kann? Alles das vielleicht beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Klingen der Nacht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei den Spielerinnen und Spielern und natürlich auch bei allen Zuschauern. Wenn ihr es nachguckt, hinterlasst uns doch gerne mal einen Kommentar, wie ihr es fandet. Die Feedback-Challenge ist nicht vorbei. Ja, also. Und ihr macht uns immer eine wahnsinnige Freude damit, wenn ihr was hinschreibt, wie ihr unser Spiel fandet. Und merkt euch, schiebt Dinge nicht auf die lange Bank. Sie kommen zurück. Ja, sie treffen hart. Ja, und manchmal sind die Prüfungen, die Fex einem auferlegt, auch anderer Natur, als man denkt. Und ja, vielleicht der Gott der Diebe und Händler prüft
seine Leute manchmal das Verhandlungsgeschick zu beweisen, dort, wo man es nicht möchte. Mhm. Gut, ja, der Chat ist sehr begeistert, sehe ich. Zugabe, sagt der Drex schon. Ja, wir haben schon so eine Viertelstunde Zugabe. Ja. Alle bedanken sich. Ich kann ja gerade noch mal gucken, wie ich das öfter mache, wer so alles da war. So, wir haben hier Aprico, Dropfruit, Commander Root, Drex, Feramin, Hotney, Kagrim, Katze Yamera, Quinyaquen, Shamasa, danke übrigens, ganz neu dabei, ja, hat uns entdeckt und auch ordentlich Werbung für unsere Runden auf Facebook gemacht, dankeschön. Slowcool, Spoon, VNK, Vigoprotz, Jairobi, Zetsubu, danke, dass ihr zugeguckt habt. Und ja, weiter geht's wahrscheinlich in 2 Wochen, wenn nichts dazwischen kommt. Und ja, seid gespannt, wie die ganze Geschichte in Frigorn so ausgeht. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht oder wann immer ihr das guckt, vielleicht auch einen schönen Morgen, schönen Tag. Und ihr habt das letzte Wort, ihr Spieler. Ciao. Tschüss. Tschüss.